Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Und Luisa, wie oft willst du dir noch dieselbe Aufführung von Bella, deiner Lieblingsballerina, anschauen? Aber sie ist meine Lieblingsballerina. Ich kann nicht aufhören, sie anzuschauen. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal so tanzen wie sie. Ich meine, Mama. Schau nur mal, Mama, wie schön sie tanzt. Ich würde sie so gerne mal live sehen. Schau dir sie nur an, diese Anmut. La, 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 la. Kann ich auch so schön tanzen wie sie, Mama? Du tanzt wunderschön, meine Liebe. Aber schau, mach mal die Augen zu. Ich habe vielleicht eine kleine Überraschung für dich. Oh, okay. Was ist es? Oh, was ist das für ein Umschlag? Was ist da drinnen? Ich habe herausgefunden, dass deine Lieblingsballerina Bella bei uns in der Stadt ist. Und ich habe Tickets für die Show, und zwar heute am Abend. Was? Bella ist in der Stadt und wir schauen uns ihre Aufführung an? Ja, du solltest lieber den Mund zumachen, sonst fliegt noch eine Fliege rein. Du bist die beste Mama, die es gibt. Danke. Ich kann es kaum erwarten. Los, gehen wir. Ruhig, Blut. Die Aufführung ist erst in 2 Stunden. Aber du hast recht, wir können schon langsam hinfahren. Gut, wir fahren am besten mit dem Auto hin. So, ich setz dich mal in den Sitz und schnall dich an. Sehr gut. Mama, wusstest du, dass Bella auf Italienisch die Schöne bedeutet? Was? Wirklich? Ich dachte, das ist Türkisch für ich habe Hunger. Wenn mir nur jemand in die Kommentare schreiben könnte, was die Schöne auf Türkisch bedeutet, das wäre toll. Doch leider weiß das niemand. Ja, das wäre wirklich toll. Wie lange haben wir noch, Mama? Wann sind wir endlich da? Ich kann es kaum erwarten. Na, was für ein Zufall. Wir sind genau jetzt angekommen. So, ich muss noch schnell einpacken und dann können wir losgehen. Und da sind wir auch schon. Oh, hier ist eine Ticketkontrolle. Willkommen im Theater. Könnte ich bitte Ihr Ticket sehen? Guten Tag. Ja, natürlich. Hier ist unser Ticket. Vielen Dank. Gut, schauen wir mal rein. Oh ja, das ist für heute. Sehr gut. Sie haben die Sitze 1 und 2. Das ist ganz vorne. Sie haben sehr gute Sitze. Sie können jeden Furz, den die Ballerina macht, riechen. Was? Man kann jeden Furz riechen? Na, das klingt aufregend. Vielen Dank. Oh, schau mal, Luisa, hier gibt es eine kleine Snackbar. Willst du dir etwas aussuchen? Oh, da gibt es so viel Auswahl. Ich will Popcorn, bitte. Wir hätten gerne ein großes Popcorn für 2 Leute, bitte. Natürlich. Hier, bitte schön, meine Süße. Dankeschön. Kann ich Ihnen sonst noch irgendetwas anbieten, ein Donut oder was zu trinken? Nein, danke, das ist alles. Das macht dann 200 Euro. Natürlich, hier, bitteschön. Dankeschön. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufführung. Das ist aber freundlich, dankeschön. Komm, Luisa, wir gehen auf unseren Sitzplatz. Mama, warum hat die Popcorn 200 Euro gekostet? Oh, das ist normal. Im Kino und im Theater kostet einfach alles 10-mal so viel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Schwanensee mit der weltbekannten Ballerina Bella. Viel Vergnügen. Oh, es beginnt, Luisa. Schau mal, da ist sie. Wow, sie tanzt so unglaublich schön, so elegant. Das will ich auch machen. Ich möchte Ballerina werden. Wenn ich groß bin, möchte ich auch so tanzen wie sie. Sie ist so leichtfüßig und so elegant. Ich will das auch. Bitte, Mama, schick mich auch zum Ballettunterricht, bitte. Entschuldigen Sie mal, könnten Sie bitte leise sein? Wir versuchen hier die Aufführung anzuschauen. Oh, natürlich, verzeihen Sie der Herr und Ihr Kind. Es tut uns wirklich leid, wir werden ab jetzt leise sein. Oh, ich wollte Sie nicht stören, es tut mir wirklich leid. Ja, dir soll es besser leid tun. Mein Vater ist nämlich der, dessen Name nicht richtig genannt werden darf. Komm, mein Sohn, wir gehen. Ach, dieses Mädchen ist noch schlimmer wie dieser kleine Rotzlöffel Harry Potter. Ach, mach dir nichts draus, Luisa. Nur nächstes Mal flüstere vielleicht ein bisschen mehr. Okay, Mama. Ab jetzt flüstere ich nur noch. Vielen, vielen Dank. Danke an alle, die hergekommen sind. Das war die Aufführung der Schwanensee. Und ich bin es, eure Bella. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Luisa, willst du dir vielleicht ein Autogramm von deiner Lieblingsballerina holen? Oh mein Gott, ja, unbedingt, Mama. Ist das möglich? Ja, klar. Wir müssen einfach nur beim Hinterausgang auf sie warten. Denn du musst wissen, dort gehen die Künstler immer ein und aus. Aber vorher kannst du bitte den Lernpopcorn-Container weghauen, Luisa. Natürlich, Mama. So, weg damit. Komm, gehen wir. Okay, okay. Und das ist der Hintereingang. Boah, da stehen aber ganz schön viele Leute. Na klar, sie ist bekannter wie Ronaldo oder Messi, diese Basketballspieler. Das sind doch keine Basketballspieler, sondern Tennisspieler. Also wirklich, Luisa. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie ist hier.
Und vielen Dank, dass ihr alle auf mich wartet. Vielen, vielen Dank. Oh, so schöne Blumen und Pralinen. Vielen Dank, ihr seid so tolle Fans. Oh mein Gott, du bist es wirklich, Bella. Ich bin dein größter Fan. Ich möchte auch mal Ballerina werden wie du. Luisa, beruhig dich. Du kannst nicht so auf sie draufstürmen. Verzeihen Sie, Bella. Also, du willst auch Ballerina werden. Na, zeig mal, was du drauf hast. Was, wirklich? Okay. La, na, 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 na. Wow, du machst das extrem gut. Gehst du etwa schon zum Ballettunterricht so jung? Wie ich sehe, hast du sehr, sehr viel Talent. Nein, ich gehe noch gar nicht zum Ballett. Das haben sie mir beigebracht. Du gehst noch gar nicht zum Ballett? Na, dann sollte ich deine Mama so schnell wie möglich anmelden. Du hast extrem viel Talent. Meinen Sie das ernst? Soll ich sie wirklich beim Ballett anmelden? Ja, natürlich. Ihre Tochter ist ein Naturtalent. Mit dem Alter könnte sie genauso berühmt, wenn nicht sogar berühmter werden als ich. Na gut, dann werden wir dich wohl beim Ballettunterricht anmelden, Luisa. Na, dann wünsche ich dir viel Glück, Luisa. Und vielen Dank, Leute, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, liebe Fans. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Okay, Luisa. Willst du zum Ballettunterricht? Soll ich dich anmelden? Ja, Mama, bitte. Meld mich an. Gehen wir heute. Bitte. Bitte. Okay. Beruhig dich, Luisa. Ich werde mich mal informieren. Komm. Oh, schau mal, Mama, diese Frau. Das ist eine Ballettschule. Oh, guten Tag. Wollen Sie Ihre Tochter vielleicht bei meiner Ballettschule anmelden? Dann das nenne ich mal einen Zufall. Wir sind auf der Suche nach einer Ballettschule. Ich möchte Ballett lernen. Sofort. Na, da ist jemand vom Ballett begeistert. Das gefällt mir. Ja, sie will unbedingt Ballett lernen und Na dann perfekt. Gehen Sie mal rein und schauen Sie sich die Ballettschule an. Na gut, machen wir das. Komm, Luisa, gehen wir mal rein und vielleicht gefällt es dir, dann melde ich dich hier an. Komm. Aha, so wie es ausschaut, ist das hier die Umkleide. Interessant. So schauen also Ballettumkleiden aus. Das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Oh, schau mal, Luisa, da ist wohl der Anfängerkurs. Oh, schau mal, Mama, schau, was es hier alles gibt. Ich will, bitte. Na gut, wenn du dir sicher bist, dass du das machen willst. Darf ich ein bisschen hüpfen? Bitte, Mama, bitte. Okay, aber nur solange ich dich anmelde, dann hole ich dich wieder ab. Okay, meine Süße? Geh weg, du hässliche Neue. Hier springe ich. Verschwinde. Au, warum bist du so gemein? Du hast mich gestoßen. Ahaha, wie du weinst. Wie ein Baby. Wenn du Ballerina werden willst, musst du dich an sowas gewöhnen. Das stimmt nicht. Ballerinas sind nicht gemein. Sie sind lieb und elegant. Ihr seid einfach nur böse. Mit dieser Einstellung wirst du niemals eine gute Ballerina. Und jetzt verschwinde. Wir wollen dich hier nicht. Ihr seid so gemein. Ich möchte keine Ballerina mehr sein. Mama, ich will nicht mehr. Oh, Luisa, da bist du schon. Ich habe dich jetzt angemeldet. Ab morgen beginnst du den Ballettunterricht. Freust du dich schon, Luisa? Du wirst sicher großartig, meine Kleine. Wir sehen uns dann morgen wieder, okay? Was? Aber Mama, ich... Also vielen Dank nochmal für alles. Ich bring sie dann morgen vorbei. Auf Wiedersehen. Na, Luisa, du musst ja überglücklich sein. Endlich geht dein Traum in Erfüllung. Du wirst Ballerina. Ich hoffe, dass der Unterricht dir gefallen wird. Ja, beim Unterricht mache ich mir keine Sorgen. Aber die anderen Mitschüler und Ballerinas, ich habe Angst, dass sie gemein zu mir sind. Ach, das wird schon nicht passieren. Du wirst sehr viele Freunde machen, Luisa. Endlich wieder zu Hause. Ach, heute ist ja viel passiert. So, die Tür aufsperren. Jetzt gehen wir rein. So. Na, Luisa, ist heute nicht sehr viel passiert? Wer hätte gedacht, dass ich dich heute gleich mal bei einer Ballettschule anmelden werde? Du wirst sicher eine tolle Ballerina. Und Bella hat recht, du hast so viel Talent. Ich hätte dich eigentlich früher anmelden können. Ja, Mama, ich kann es kaum erwarten, genauso berühmt und so zu tanzen wie Bella. Das wirst du. Na gut, ich gehe jetzt mal in die Küche und bereite das Abendessen vor. Ich freue mich schon auf den Ballettunterricht, aber ich habe Angst, dass diese Mädchen gemein zu mir sind. Ach, ist mir doch egal, was sie sagen. Wenn diese Mädchen frech zu mir werden, werde ich hier den Teddy nehmen und ihnen damit auf den Kopf schlagen. Nicht wahr, Teddy? Du wirst mich beschützen. Oh, das riecht aber gut. Mama, was gibt es denn zum Essen? Na hallo, Schatzi. Ich habe gehört, da ist ab heute jemand eine Ballerina. Na, wer ist meine kleine Ballerina? Na, ich. Das wirst du bestimmt toll machen, Luisa. Aber wichtig ist, als Ballerina muss man gut und viel essen. Also komm in deinen Sitz, es gibt nämlich Abendessen. Und zwar dein Lieblingsessen, Grütze mit dem Geschmack grün. Und ich habe mein Lieblingsessen, ein Döner-Sandwich. Mama, gib mir die Grütze. Grütze. Und Mama hat sich lecker Dürüm gemacht. Guten Appetit und euch auch, Zuschauer. Oh Mann, Luisa schläft immer noch. Guten Morgen, Luisa. Es wird Zeit aufzustehen. Heute ist dein erster Tag beim Ballettunterricht. Oh ja, guten Morgen. Schnell, Luisa, du musst schnell Zähne putzen und aufs Klo gehen und dann fahre ich dich zum Ballettunterricht. Ab heute werde ich eine Balletttänzerin. Okay, Mama, ich beeil mich. Hey, aber bitte gründlich die Zähne putzen, nicht schnell, schnell. Warte, Luisa. Okay, Luisa. Ach, du wartest eh schon sehr brav auf mich. Okay, warte, ich muss schnell meinen Einkaufssack holen. Ich muss nämlich einkaufen fahren. Schlüssel und, meine Geldtasche natürlich. Und das war's auch schon. Komm, Luisa,
gehen wir. Komm in meine Arme. Ich freue mich so, Mama. Ja, das glaube ich dir, meine süße kleine Ballerina. So, wir gehen jetzt raus und ich darf nicht vergessen, die Tür zuzusperren, sonst kommt noch ein Einbrecher. So, zusperren und los geht's. Oh Mann, ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. So, schnell alles ablegen. Hier die Tasche und dort dein Rucksack. Und du kommst daher. Anschnallen nicht vergessen, Luisa. Natürlich, Mama. Boah, ich kann es kaum erwarten, eine bekannte und berühmte Ballerina zu werden. Das wirst du sicher. Wenn du hart trainierst und dir Mühe gibst, dann wirst du sicher eine gute Ballerina. Die Beste. Ja, Mama, ich werde jeden Tag trainieren, auch wenn ich nicht im Unterricht bin, zu Hause. Ob du berühmt wirst oder nicht, ich werde immer stolz auf dich sein. Und oh, schau, wir sind gleich da. Dupti-dupti-dupti-dupti-du. Ah, da ist der Ballettunterricht. Komm, Mama, wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen wir rein, ich möchte anfangen jetzt. Okay, ruhig Blut, Luisa. Komm, nimm meine Hand und wir gehen rein, komm. Okay, wo ist dein Spind? Ah, schau, hier ist ein leerer Spind, den kannst du nehmen. Komm, Luisa, ich glaube, es fängt langsam an. Geh runter, gib den Rucksack rein und zieh dich um. Okay, Mama, so den Rucksack rein und dann ziehe ich mein Ballettoutfit an. Wow, ist das schön. Und den Spind zumachen. Ach, schau, mein kleines Mädchen ist schon so groß, sie kann sich sogar selber anziehen. Tschüss, Mama, hab dich lieb. Ich dich auch, mein Schatz. Ich werde dabei einkaufen gehen, aber bevor der Unterricht zu Ende ist, werde ich hier auf dich warten, okay? Das verspreche ich dir, Luisa. Tschüss. Ja, Mama, tschüss. Okay, los gehen wir. Hallo, mein Name ist Luisa, ich bin die Neue. Wollen wir alle Freunde sein? Ew, du hast meine Haut berührt, Jenna, ekelhaft. Für was bist du überhaupt hier? Du bist fett. Es gibt keine fette Ballerina. Los, verschwinde, Jenna. Komm schon, Jenna, verschwinde. Und warum versteckst du dein Gesicht? Bist du etwa hässlich? Ja, du bist sicher hässlich, die hässliche Jenna. Nein, ich bin nicht hässlich. Hey, was fällt euch ein? Lasst das arme Mädchen in Ruhe. Warum seid ihr so gemein? Ist das etwa deine Freundin, die hässliche Jenna und die dumme Luisa? Wenn du nicht sofort damit aufhörst, werde ich das der Lehrerin sagen. Tja, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Name ist Emily und meine Mama ist die Lehrerin und sie wird dir kein Wort glauben. Ich hab gesagt, du sollst aufhören damit. Du hast mich geschlagen? Bist du verrückt? Du, das wirst du bereuen. Schönen Tag, lieber Unterricht. Die Kinder beginnen. Nehmt alle eure Position ein. Luisa, Jenna, Emily und Emma, nehmt bitte eure Position ein. Worauf wartet ihr? Das werden wir dir heimzahlen und das kannst du wörtlich nehmen. Oh, Jenna, ist alles wieder gut bei dir? Es tut mir wirklich leid, dass sie so gemein zu dir waren. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Du warst die Einzige, die zu mir gehalten hat. Danke dir, Luisa. Das ist doch selbstverständlich. Luisa und Jenna, könnt ihr bitte etwas leise sein? Ich möchte etwas verkünden. Oh ja, natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung, Frau Lehrerin. Also aufgepasst, liebe Kinder. Ab heute haben wir eine neue Schülerin und zwar die liebe Luisa hier. Luisa, magst du dich bitte vorstellen kommen? Hallo, mein Name ist Luisa und wenn ich groß bin, will ich die weltbekannteste Ballerina werden. Ich hoffe, wir werden alle Freunde. Herzlich willkommen, Luisa. Okay, Luisa, da es dein erster Ballettunterricht ist, probier mir mal die Sachen nachzumachen. Plié. Plié. Le fronte baguette. Le fronte baguette. Wow, Luisa, also bist du sicher, dass du noch nie in einem Ballettunterricht warst? Normalerweise kennen das die Leute nicht von Anfang an. Oh ja, ja, ich habe mir aber viele YouTube-Videos angeschaut und mir das alles selber beigebracht. Oh, das ist ja außergewöhnlich. Magst du uns vielleicht mal zeigen, was du dir alles selbst beigebracht hast? Soll ich wirklich? Aber was ist, wenn es nicht gut ist? Ach, überhaupt kein Problem. Aber dann weiß ich, was du schon kannst und was nicht. Oh ja, natürlich, Frau Lehrerin. Also, la la la, das und dies und das und das. Wow, das ist ja unglaublich. Da sind Sachen dabei, die sind für fortgeschrittene Ballerinas. Du bist wirklich ein Naturtalent. Du wirst mal ein Star. Bitte lass mich dich trainieren. Was, wirklich? Oh, das ist aber nett. Danke. Sie ist anscheinend wirklich gut. Ich glaube, es ist okay. Ja, sie darf sich mit uns anfreunden. Wow, Luisa, unglaublich. Okay, Kinder, fangen wir an. Das war sehr gut, liebe Kinder. So, der Unterricht ist für heute beendet. Es ist sehr schön zu sehen, dass ihr euch alle angestrengt habt. Und alle anderen, bis auf Luisa, bitte übt das Palais Fronte Baguette zu Hause, okay? Also, tschüss, liebe Kinder. Ach, der Ballettunterricht war so cool. Wieso muss es schon aus sein nach einer Stunde? Ich will noch weiter tanzen. Wow, dein Tanzen, das war wirklich, wirklich... ja, das war wirklich toll, Luisa. Und wir wollen uns entschuldigen, weil wir vorhin so gemein zu dir waren. Was? Ihr wollt euch bei mir entschuldigen? Wir hatten einfach einen schlechten Tag. Normalerweise sind wir nicht so, wirklich. Ich hoffe, du kannst uns vergeben und wir können Freunde werden. Ja, das wäre echt nett von dir. Also, mein Name ist Emma und das ist Emily. Na
klar, Emily und Emma. Wir können gerne Freunde sein, vergeben und vergessen. Du kannst aber toll tanzen, Luisa. Du musst uns dein Geheimnis sagen, unbedingt. Komm, gehen wir gemeinsam in die Umkleide. Das ist echt nett von euch. Ja, klar, gehen wir. Oh Mann, jetzt bin ich wieder alleine und hab keine Freunde. Ich gehe aufs Klo und weine ein bisschen. Oh, hallo Mama. Na, Luisa, wie war dein Unterricht? Wie hat es dir gefallen? Es war so cool, Mama. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich durfte vortanzen und die Lehrerin hat gesagt, dass ich überdurchschnittlich gut bin. Oh, das ist aber toll. Aber magst du mir nicht deine neuen Freundinnen vorstellen? Guten Tag. Mein Name ist Emily. Meiner Mama gehört dieses Ballettstudio. Und mein Name ist Emma. Schön, Sie kennenzulernen. Oh, ich glaube, Sie müssen wohl Luisas große Schwester sein. Was? Nein, das ist meine Mama. Oh, Emily und Emma. Na, ihr... Ach, ich werde gleich rot. Na, schön, dass du Freunde gefunden hast, Luisa. Komm, zieh dich um. Wir müssen nach Hause gehen. Papa wartet draußen schon auf dich. Ja, Mama, mach ich. So, und meine Jacke anziehen und das zurück und den Rucksack. Nimmst du den Rucksack, Mama? Ja, natürlich. Den Rucksack nehme ich. Magst du dich aber bitte noch von deinen Freundinnen verabschieden? Okay. Tschüss, Emily. Tschüss, Emma. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, Luisa. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Na, dann komm, Luisa. Papa wartet schon draußen auf uns. Ich mochte Luisa schon von Anfang an. Sie passt perfekt in unsere Clique. Ja, das stimmt. Du bist einfach perfekt. Hey, aber weißt du, wem wir noch eine Lektion erteilen müssen? Genau, Jenna. Hör mal, wie sie weint. Wie ein fetter Loser. Also, was sollen wir machen? Auf drei machst du die Tür auf. Eins, zwei. Los, auf sie. Los, wirf dein Ei. Hier, eine Stinkbombe. Noch eine und noch eine. Noch ein Ei, los. Schau, wie sie weint. Jetzt bist du nicht nur die hässliche, sondern auch die stinkende Jenna. Wieso? Ah. Das ist so gemein. Ich habe ihnen doch gar nichts gemacht. Wieso sind sie so gemein zu mir? Und ich weiß, dass sie sich mit der Luisa nur angefreundet haben, weil sie wissen, dass Luisa beliebt sein wird und sie wollen auch beliebt sein. Und ich habe keine Freunde. Ah, da bist du ja, Liebling. Schau, Luisa, Papa ist da. Na, Spätzchen, wie war dein erster Ballettunterricht? Oh, Papa, du kannst es nicht glauben. Es war so toll. Du musst mir alles auf der Autofahrt unbedingt erzählen. Aber Luisa, wirf bitte nicht deinen Rucksack einfach so am Boden. Der wird sonst noch kaputt. Ja, noch bist du keine bekannte Ballerina, die so viel Geld verdient, dass sie sich immer einen neuen Rucksack kaufen kann. Komm, gehen wir nach Hause. Ich habe alles eingekauft, um euer Lieblingsessen zu machen. Kebabse und Dürümse. Aber Liebling, das heißt doch nicht Dürüm, das heißt Dürüm. Ein paar Jahre später. Essen, Essen, Mama. Lilly hat Hunger. Natürlich, Lilly. Es ist sehr gut, dass du viel isst. Denn dann wirst du groß und stark. Aber gescheit kauen, okay, Lilly? Ja, Mama. 10-mal kauen bis runterschlucken. Ich habe jetzt aber Durst. Wasser ist mein Lieblingssaft. Mein Lieblingssaft ist Kaffee. Was ist euer Lieblingssaft, Toasties? Oh, wen haben wir denn da? Wenn das nicht meine zwei Prinzessinnen sind. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Liebling. Wenn du willst, kann ich dir schnell Frühstück machen. Ach, das brauchst du nicht, Liebling. Guten Morgen. Guten Morgen. Das kann ich schon alleine. Aber wo ist denn Luisa? Oh Gott, du hast recht. Sie hat wahrscheinlich wieder vergessen, ihren Wecker zu stellen. Ach, dieses Mädchen. Ja, Luisa ist sicher erschöpft. Sie geht ja jetzt jeden Tag zum Ballettunterricht. Sie ist sicher fix und fertig. Aber wenn sie nicht langsam aufsteht, kommt sie zu spät zur Schule. Ich füttere Lilly noch schnell zu Ende. Und wenn sie bis dahin nicht aufsteht, wecke ich sie einfach auf. Nein, ich will nicht aufstehen. Ach Gott, wie spät ist es denn? Was? So spät? Oh Mann, ich hab verschlafen. Oh nein, nicht schon wieder. Wieso hat mich Mama nicht geweckt? Oh Mann, Mama, ich hab verschlafen. Wieso hast du mich nicht aufgeweckt? Ich wollte nur schnell Lilly zu Ende füttern und dann hätte ich dich eh aufgeweckt. Das wäre trotzdem viel zu spät gewesen. Du weißt, wie lange ich in der Früh brauche. Ach, kein Problem. Du musst heute nicht mit dem Schulbus fahren. Mama, fertig. Aber dann würde ich dir vorschlagen, dass du dich vielleicht etwas beeilst und nicht hier so rumstehst, sondern mach dich fertig für die Schule. Echt? Okay, cool. Ich beeil mich. Schnell! Oh, ich darf nicht vergessen, Lilly zu füttern. Hier, Lilly, iss. Also manchmal denke ich, wenn der Kopf von der lieben Luisa nicht angewachsen wäre, würde sie denn auch irgendwo verschlafen. Aber jetzt übertreibst du. Sie verschläft doch nicht jeden Tag. Nur fast jeden Tag.
So, Papa hat recht, ich darf echt keine Zeit verlieren. So, als erster meine Brille aufsetzen, denn ich bin fast blind, so wie ein Maulwurf. Nein, so schlimm ist das jetzt nicht. Okay, das Erste, was ich in der Früh immer mache, ist natürlich ein Bad nehmen. Dafür ziehe ich mich aus und gehe unter die Dusche. Ich liebe es, ein Bad zu nehmen. Ich könnte stundenlang im Wasser sein, aber jetzt habe ich leider keine Zeit. Also, ich wasche meinen Körper und meine Haare. Perfekt. So, jetzt muss ich mich schnell abtrocknen. So, und mein Bademantel. Sehr gut. Das Nächste, was ich mache, während mein Körper trocknet und meine Haare, ich putze mir ganz schnell die Zähne. Also ganz schnell. Man muss 3 Minuten lang die Zähne putzen, durchgehend. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich möchte nämlich kein Karies haben und zum Zahnarzt gehen, der mir dann Löcher in meine Zähne bohrt. Das will ich nicht. So, zurück damit. So, was mache ich jetzt nächstes? Oh ja, meine Kontaktlinsen reingeben. Denn für den Ballettunterricht, da würde mir die Brille die ganze Zeit runterfallen. Das wäre schlecht. So, als nächstes gebe ich mir die Kontaktlinsen rein. Als erster die Kontaktlinsen rein. Und dann noch meine Augenflüssigkeit, weil sie ein bisschen austrocknen. Ah, perfekt. Ach, es ist so schön, sehen zu können. Ich beneide jeden, der keine Kontaktlinsen tragen muss. Ich würde ja meine Brille tragen, aber... ja, das geht halt nicht während dem Ballett. So, und jetzt muss ich noch schnell meine Haare machen. Sehr gut, ich muss sie frisieren und trocknen. Halt vom Haarewaschen sind sie noch ganz nass. Sehr gut, ja, das ist super. So, und jetzt... oh, ja, stimmt, ich wollte sie ja noch glätten. Nochmal gescheit durchbürsten. Genau, sehr gut, dass der Fries raus ist. Und jetzt glätten, ja, sehr schön, sehr schön. Ach, ja. Ach, ich liebe meine Frisur. Sie sind zwar ein bisschen langweilig, weil sie glatt sind, aber mich stört es nicht. Ich mag meine glatten Haare. So, schauen wir mal, wie spät es ist. Oh, oh Gott, ich muss mich beeilen. Okay, okay, was ziehe ich an? Oh nein, vorher. Ich muss vorher noch mein Make-up machen. So, okay, als erster mache ich mein Lidschatten. Genau, bei den Augen und ein bisschen dunkler noch bei den wo die Wimpern sind. Sehr schön. Jetzt ein bisschen Blush und Contouring drauf. So, und ein bisschen noch Lippenstift. Ich mag nicht viel Make-up, sondern einfach nur, dass ich ein bisschen frisch ausschaue. So, das war's. Was muss ich noch machen? Oh, mich anziehen natürlich. Ich kann ja nicht im Bademantel gehen. Also, was ziehe ich an? Das? Nein, das ist ein bisschen zu kurz. Das mag ich nicht. Das ist mehr für den Strand. Das da? Ich schaue aus wie ein Cheerleader. Ist zwar schön, aber nee, das mag ich nicht. Wie wär's mit dem? Bauchfrei. Nee, nein, das mag ich auch nicht. Das da? Das ist doch hübsch. Nein, das fühlt sich auch nicht richtig an. Ich nehme einfach einen gemütlichen Pullover. Welches Outfit hat euch am besten gefallen? Für den Ballettunterricht ist es einfacher, wenn ich einfach nur einen gemütlichen Pullover nehme, weil den kann ich schnell an- und ausziehen. So, als nächstes. Meine Sachen, meine Schulsachen herrichten. Also, was nehme ich mit? Als erster nehme ich mit mein Federpenal, mit all meinen Stiften, dann mein Notizblock natürlich und mein Handy. So, mehr brauche ich nicht. Sehr gut. Ich parfümiere mich noch ein bisschen ein, damit ich gut rieche. Sehr schön. Ein bisschen Deo auch. Und jetzt muss ich noch... oh, meine Sportsachen für den Ballettunterricht darf ich nicht vergessen. Oh, ich bin so vergesslich manchmal. Oh Mann, sie sind alle leer. Mama, wo sind meine Ballettklamotten? Oh, mein Liebling. Ich glaube, ich habe sie dir gebügelt und gefalten im Wohnzimmer gegeben. Du musst sie ja immer selber nehmen. Oh, stimmt. Du hast mir ja gestern gesagt, dass du es mir ins Wohnzimmer gelegt hast. Entschuldigung, Mama. Ah ja, da sind sie ja. Oh Mann, ich bin wirklich vergesslich manchmal. So, ich nehme mir meine Ersatzklamotten auch mit. Gut, Luisa, dein Frühstück ist fertig. Oh Mann, das Frühstück. Danke, Papa. Was hast du gemacht? Avocado-Toast mit Käse. Ich meine Avocado-Toast mit Käse. Danke, Papa. Köstlich. Und Luisa, ich habe auch deine Trinkflasche für deinen Ballettunterricht schon aufgefüllt mit Wasser. Hier, gib mir mal deinen Teller. Danke. Oh, bitte, bitte. Du bist der beste Papa. Und nicht vergessen, Wasser trinken, ganz wichtig. Ja, habe ich, Papa. Ich liebe einfach Wasser. Das stimmt, Wasser ist das Beste für den Körper. Na gut, meine Liebe, gib mir ein Schmatzi. Das wäre unfair, wenn nur Papa ein Bussi bekommen würde. Mama und Lilly. Irgendwas habe ich noch vergessen für den Ballettunterricht. Oh, stimmt, meine Snacks. So, meine Nüsse und ein Energieriegel. So, das ist wichtig, sonst habe ich keine Energie zum Tanzen. Ich bin eigentlich fertig.
Na gut, ich bin auch fertig, Lilly ist auch fertig. Wir können in die Schule fahren. Hast du nicht jemanden vergessen, Mama? Oh ja, ich muss Lilly auch noch in den Kindergarten bringen. Ich habe sie natürlich nicht vergessen. Jetzt weiß ich, woher ich meine Vergesslichkeit habe. Okay, Mama, gehen wir. Tschüss, Papa. Tschüss, meine drei Prinzessinnen. Viel Spaß. Los, Mama, schnell, schnell ins Auto. Okay, hier sind wir. Lilly kommt noch in den Kindersitz und ich gebe meine Sporttasche und meinen Rucksack auf den Hintersitz. Schnallt euch alle an, wir fahren los. Oh Mama, ich habe dir das gar nicht gesagt. Ich habe gestern meine Mathe-Klausur zurückbekommen. Ich habe die beste Note der Klasse. Wow, meine große Schwester ist so schlau. Ich kann schon bis 3 zählen. 1, 2, 4, 5, 3. Wow, Luisa, das ist toll. Und Lilly, das hast du sehr gut gemacht. War nicht zwar ganz richtig, aber trotzdem tolle Leistung, Luisa. Lilly. So, und da sind wir auch schon. Als Erster habe ich natürlich dich, Luisa, in die Schule gebracht. Ah, super. Danke, Mama. Tschüss, kleine Schwester Lilly. Und tschüss, Mama. Hab euch lieb. So, schnell meine Taschen und ich muss los. Tschüss, Luisa. Oh, schau, da warten schon meine Freundinnen auf mich. Tschüss. So, Lilly, wo soll Mama dich jetzt hinfahren, hm? Oh, bist du mein Taxi? Bitte in den Kindergarten. Natürlich, junge Lady. Ihr Wunsch ist mein Befehl. So, oh, die Tasche ist ganz schön schwer. Guten Morgen, Emily. Guten Morgen, Emma. Habt ihr lange auf mich warten müssen? Ah, guten Morgen, Luisa. Naja, wir sind's ja gewohnt, dass du zu spät kommst. Hey, eigentlich bin ich noch gar nicht zu spät. Ich bin gar nicht zu spät. Und ich freue mich schon so auf den Unterricht. Ich habe meiner Mama von der Mathe-Klausur erzählt und sie war richtig stolz auf mich. Also, wenn ich eine Einser-Schülerin wäre, wäre meine Mama auch stolz auf mich. Das ist jetzt nicht so besonders, Luisa. Aber ich muss nicht lernen, denn ich werde ein Ballettprofi. Ja, wir werden alle Ballettprofis. Wäre es nicht toll, wenn wir alle in dieselbe Aufführung kommen? Das wäre so cool mit euch, mit meinen besten Freundinnen. Ja, wir sind wirklich beste Freunde. Oh, ich merke gerade, wir kommen zu spät. Schnell in die Klasse, es ist schon fast Punkt, es läutet gleich. Kommt schon, Mädels, gehen wir. Wie kann eine Streberin nur so beliebt sein? Ich verstehe nicht, warum es ihr wichtig ist, gute Noten zu schreiben. Sie ist die beste Ballerina. Oh, Emily, schau mal, wer da ist. Jenna. Na, der werde ich was flüstern. Jenna, verschwinde. Ja, hässliche Jenna, verschwinde. Das ist unser Platz. Was? Das ist euer Platz? Oh, das tut mir leid. Mich interessiert das nicht, ob es dir leid tut oder nicht. Verschwinde einfach. Oh, okay. Es stinkt sogar nach ihr. Ich hoffe, sie merkt sich, dass das unser Platz ist und sie hier nichts zu suchen hat. Was ist denn passiert? Warum ist Jenna weggelaufen? Habe ich mir das eingebildet oder hat sie geweint? Oh, nein, nein, sie hat nicht geweint. Ich meine, sie hat schon geweint. Wir haben ihr nämlich einen Brüllerwitz erzählt und dann hat sie vor Lachen angefangen zu weinen. Ja, ja, genau. Also, du musst dir keinen Kopf machen. Jenna ist ja unsere Freundin. Ah, okay. Na gut, wenn ihr das sagt, dann muss ich euch glauben. Luisa, was machst du für ein Gesicht? Wir sind doch beste Freunde. Wir würden dich nie belügen. Wir sind Freunde seit der Kindheit. Stimmt, wir kennen uns wirklich lang. Und ihr seid wirklich liebe Freundinnen zu mir. Also, okay, ich glaube euch. Oh, und ein anderes Thema. Wisst ihr was? Ich freue mich schon so. Heute ist ja das Vortanzen für die Hauptrolle für die Schulaufführung. Bitte erinnere mich nicht daran. Ich habe schon Bauchschmerzen. Ich bin schon den ganzen Tag nervös deswegen. Wieso bist du nervös? Du bist doch die Beste von uns allen. Du wirst sicher genommen. Das würde uns natürlich voll freuen. Komm, Emma, gehen wir. Mann, ich sollte schnell meine Schulsachen nehmen, sonst komme ich wirklich zu spät noch in die Klasse. So, schnell hin zum Rucksack. Und was brauche ich? Mein Notizblock und die Federpenal. Sehr gut. Ich freue mich schon so auf den Unterricht, der wird sicher toll. Luisa, ihr solltet euch was schämen. Wegen euch ist Gemma traurig. Was? Warum? Warum, Jenna? Warum bist du traurig? Was haben wir gemacht? Ach, frag nicht so scheinheilig, das weißt du genau. Der rothaarige Teufel Emily und diese Crazy Eye Emma, die mobben sie ja schon die ganze Zeit. Schon seitdem sie klein ist. Was? Nein, das kann nicht sein. Emma und Emily haben mir gesagt, dass das nur ein Spaß ist, was sie gemacht haben. Die haben das sicher nicht mit Absicht gemacht. Nein, vergiss es. Es ist alles gut, Luisa. Du bist wirklich immer nett zu mir. Ich gehe jetzt in die Klasse. Ach, ihr seid doch alle gleich. Nur weil ihr die Ballerina-Königin der Schule seid und einfach die beliebtesten der ganzen Schule, glaubt ihr, ihr könnt euch alles erlauben. Aber so ist das Leben nicht. Dean, du musst wissen, ich mag Jenna. Ach, ich weiß genau, was du machst. Du versuchst dich nur auszureden. Ach, ich kann dich nicht mehr sehen. Könnte es wirklich sein, dass Emily und Emma
Jenna gemobbt haben? Nein, das kann ich nicht glauben. Ach, das ist sicher alles nur ein Missverständnis. Ich werde später mit Jenna reden. Genau. Ach, hier stinkt es. Jenna, hast du wieder nicht geduscht? Geh weg von meinem Platz. Wieso sitzt du neben mir? Aber das war der einzige freie Platz, denn ihr habt gesagt, dort sitzt Luisa und dort darf ich nicht sitzen. Wo soll ich sonst sitzen? Ach, Jenna, du bist so ein Jammerlappen, das ist uns doch egal. Setz dich auf den Boden hin, dort, wo du hingehörst, da sitze ich jetzt. Aber das ist so gemein. Ja gut, dann bleibe ich hier halt am Boden sitzen. Was geht denn da ab? Hey Jenna, magst du nicht neben mir sitzen? Da ist ja noch ein Platz frei. Komm schon. Was, neben dir, Luisa? Bist du sicher? Ja klar, was ist das für eine Frage? Ich will aber nicht neben Emily. Oh, wenn du willst, kann ich da sitzen. Schau, setz du dich einfach auf meinen Platz dort. So nett war noch nie jemand zu mir. Danke, Luisa. Du bist echt die Beste. Vielen, vielen Dank. Ich mag dich auch, Jenna. Du bist einfach der netteste Mensch in unserer Klasse. Warte, wieso will Luisa, dass Jenna neben uns sitzt? Das ist doch, sie ist ja ein Loser. Wenn sie so weitermacht, verlieren wir alle noch unseren Coolheitsstatus wegen ihr. Hey Luisa, ich glaube, Jenna mag es, am Boden zu sitzen. Das ist nicht so nett von dir, dass du ihr einen Sitzplatz anbietest. Wie kommst du denn darauf? Sie hat Danke gesagt und hat gelacht und gefreut. Das bedeutet, sie mag da sitzen. Und ich wollte dich so oder so etwas fragen. Dean hat gesagt, dass du und Emma die arme Jenna mobbt. Was? Nein, das ist doch alles nur Spaß, ganz ehrlich. Dean, der hat doch keine Ahnung. Na, ich hoffe, du hast recht, denn mit Mobber, damit mit solchen Menschen kann ich nicht befreundet sein. Die blöde Jenna macht einfach meine Freundschaft mit der Luisa kaputt. Ich muss mit der Luisa befreundet sein, sonst bin ich nicht mehr beliebt. Oh, schau mal, wir haben eine neue Lehrerin. Hallo zusammen, liebe Küchenkästchen-Kinder. Also kommt ein bisschen führen und ich stelle mir euch mal ein bisschen vor, hä? Hä? Was hat sie gesagt? Ich kann sie nicht verstehen. Was ist das denn für eine Sprache? Ist das Türkisch? Also ich bin Frau Tiziana und gerade aktuell eure Aushilfelehrerin. Ich komme aus der schönen Schweiz, wo wir unser Füllchen mit Kälte putzen. Kinder, tun einfach nicht so viel rauchen wie ich, sonst haben dann auch so eine hohe, tiefe Stimme. Was hat sie gesagt? Huchi Haschli? Was soll das bedeuten? Nein, ernsthaft, jetzt nehmt endlich eure Bücher führen und dann fangen wir mal mit dem hohen Schießunterricht an, oder? Ich verstehe. Was haben sie gesagt? Oh, Verdeckel, warum macht ihr das Saugerufen nicht, wenn ich euch sage? Was sollen wir machen? Unsere Bücher auf den Kopf werfen? Ja, das sehe ich nochmal. Ich schwöre euch, wenn ihr jetzt nicht endlich macht, wenn ich sage, dann gibt es anständig mal eins in Grind und eine richtig schlechte Note im Zeugnis. 1 hour later. Habt ihr irgendwas verstanden, was diese Lehrerin gesagt hat? Grüezi, liebe Kinder. Was kann ich euch zum Essen anbieten? Oh, ich hätte gerne ein Kebabse mit Pommes und eine Orangenschorle, bitte. Wir haben leider nur Dörrum hier. Aber hier, bitteschön, ein Dörrum und dann noch ein paar Pommes Freitens und ein Apfelsaft, wie du es wolltest. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen lieben Dank. Oh, das schaut ja köstlich aus. Oh, Luisa, darf ich bitte dein Tablett halten? Oh, danke, Julie, aber das schaffe ich schon alleine. Danke. Oh mein Gott, sie kennt meinen Namen. Habt ihr das gehört, Mädels? Sie ist so talentiert und so schön. Ich möchte auch mal so werden wie sie. Sie wird sicher mal ein berühmter Star. Hast du gesehen? Sie hat mich angeschaut. Hey, Emily, du bist dran. Warum bestellst du nicht dein Essen? Komm, sonst wird unser Essen noch kalt. Ich kann sie nur Burger essen. Ich hätte gerne ein Brokkoli, bitte. Nur ein Brokkoli, sonst gar nichts? Hier, bitteschön. Sonst noch was? Oh, ich bin ja auch auf Diät. Für mich bitte auch noch ein Brokkoli. Das ist aber keine sehr ausgewogene Ernährung, nur Brokkoli. Natürlich essen wir nicht nur Brokkoli. Ich hätte gerne noch ein Red Bull dazu, bitte. Das ist nicht besonders gesund. Niemand hat nach deiner Meinung gefragt, Oma. Na dann, guten Appetit, euch zwei Hübschen. Hey, Emma, das Tablett ist viel zu schwer für mich. Kannst du das für mich bitte tragen? Natürlich, gib her. Oh, danke, Emma. Du bist ein Schatz. Hier, halt doch meine Dose. Oh, ihr habt ja euer Essen schon. Sehr gut. Gehen wir auf unseren Platz. Ja, das ist der coolste Tisch. Den halten sie immer frei für uns. Danke, Luisa. Ja, denn ohne Luisa hätten wir diesen Platz garantiert nicht. Los, gehen wir. Na da, schau her. Wir haben wieder den besten Platz der Schule. Na dann, guten Appetit, Mädels. Haut rein. Ja, guten Appetit. Oh. Ich kann es kaum erwarten. Der Burger, oh, der ist so lecker. Das ist so unfair. Du isst den ganzen Tag nur Burger und Pommes und ich trinke nur Red Bull und esse aber ein ekelhaftes Grünkohl. Wie kannst du nur so schlank bleiben? Keine Ahnung. Ich mache ja viel Sport. Ich tanze ja Ballett, nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Ja, das ist so unfair. Du hast wahrscheinlich einfach nur gute Gene. Ja, das ist so schön für dich. Oh, ich wollte noch schnell in die Bücherei was nachschauen. Ich werde schnell mein Essen
essen und dann gehe ich in die Bücherei und wir sehen uns dann in der nächsten Stunde, okay? Mach das lecker. Oh, Pommes. Ah, meine Apfelschorle ist so gut. Also Mädels, ich muss dann mal los. Ach, wie kann man nur eine Streberin sein und beliebt so wie du? Tschüss Mädels, bis später. Ich kann's nicht glauben, dass sie wirklich die beliebteste der Schule ist. Ich wünsche dir guten Appetit, meine süße Kleine. Vielen Dank. Oh Mann, ich hoffe, hier ist noch irgendwo ein Platz frei. Oh nein, alles belegt. Ah, da ist einer frei. Da setze ich mich hin. Ew, Jenna. Bitte kannst du dich wegsetzen. Du bist zu hässlich. Du darfst nicht neben uns sitzen. Aber Luisa hat gesagt, wir sind Freunde. Du glaubst doch wohl nicht, dass Luisa wirklich mit dir befreundet sein will. Sie hat nur Mitleid mit dir. Und wir nicht. Also verschwinde. Was? Aber sie war doch immer so nett zu mir. Das stimmt das wirklich? Hasst mich Luisa wirklich? Aber sie war doch so nett. Ist das vielleicht nur ein krankes Spiel? Endlich ist der Unterricht zu Ende. Ich habe gar nichts verstanden, was diese Lehrerin versucht hat zu unterrichten. Ich meine, auch wenn sie nicht, was weiß ich, was das für eine Sprache war, Türkisch oder Schweizerdeutsch gesprochen hätte, ich hätte so oder so nichts verstanden. Hey, wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Ihr wisst schon, zum Ballettunterricht. Emma, du hast vollkommen recht. Und, oh, Jenna, magst du vielleicht mitkommen zum Ballettunterricht? Dann musst du nicht alleine gehen. Darf ich wirklich? Luisa, ich glaube, Jenna mag sicher nicht. Also, doch. Komm, Jenna, komm einfach mit. Das wird sicher lustig. Luisa, du sollst Jenna doch nicht zwingen, wenn sie nicht will. Oh, natürlich will ich. Das ist dann so, als ob wir alle Freunde wären. Ach, hör auf, wir sind doch Freunde. Komm, gehen wir in die Umkleide und ziehen uns um. Ach, diese blöde Jenna, was versucht sie sich einfach wie ein Parasit an unsere Clique zu klemmen? Wegen ihr werden wir noch unseren Coolhead-Status verlieren. Und Luisa. Ja, Luisa hat halt Mitleid mit ihr, aber... Wir müssen was dagegen tun. Ich habe auch schon einen Plan, was wir machen werden, dass Jenna nie wieder mehr mit uns abhängen will. Komm, gehen wir. Hey Jenna, ich wollte dich was fragen, und zwar, was für eine Gesichtscreme verwendest du? Denn die Haut, die man sieht, dieses bisschen Haut, schaut extrem geschmeidig aus. Was? Ist das dein Ernst? Und woher hast du diese tolle Bluse? Die muss ich mir unbedingt auch kaufen. Die schaut so gut aus. Und deine Schuhe. Es gibt nichts Besseres wie Sandalen mit Socken. Das ist so 2001. Das ist gerade so modern. Oh, vielen Dank. Die Bluse habe ich von meiner Oma aus den Kasten genommen. Und die Schuhe mit den Socken. Mein Papa hat gesagt, ich soll das so tragen. Na schau, Jenna. Ich habe dir gesagt, Emily und Emma mögen dich. Das war sicher alles nur ein Missverständnis. Ach so, was soll denn sein? Natürlich mögen wir dich, Jenna. Du bist eine von uns. Natürlich, Jenna. Wir kennen uns ja schon als Kinder. Damals haben wir immer miteinander gespielt. Oh, Emily, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass ihr Jenna mögt und dass wir alle wirklich Freunde sind. Ich habe Freunde. Ich habe endlich Freunde. Danke. Komm, gehen wir zum Ballettunterricht. Ich kann es gar nicht erwarten. Schaut mal, wie Jenna sich freut. Ah, ich bin so glücklich. Oh, ich habe was vergessen. Ihr könnt schon mal langsam vorgehen. Wir holen euch auf. Okay, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Wie kann man nur so naiv sein? Natürlich wollen wir nicht mit Jenna befreundet sein. Und um meinen gemeinen Plan durchzuführen, brauche ich diese Schere. Jenna wird den Tag verfluchen, an dem sie uns kennengelernt hat. Und da sind wir auch schon im Ballettstudio. Los Leute, gehen wir. Wir müssen uns umziehen. Genau, gehen wir. Na, das wird ein Spaß. Ich kann es kaum erwarten wegen dem Vortanzen. Ich bin schon urnervös, aber ich ziehe mich mal um. Sehr gut. Und ich warte schon mal im Turnsaal auf euch, okay? Bis dann. Sie wird sicher genommen. Sie ist nämlich die allerbeste von uns. Ach, denk dir nichts dabei. Du hast genauso Chance zu gewinnen. Oh, danke. Oh, ich muss aufs Klo. Ach, schau mal dieses hässliche Ballettkleid an. Es wäre doch richtig schade, wenn dem was passieren würde. Dann könnte sie ja gar nicht beim Vortanzen mitmachen. Das wäre doch richtig schade, oder? Ja, du hast vollkommen recht. Das wäre richtig schade. Hier, nimm. Nimm die Schere und verschönere ihr Kleid doch ein bisschen. Und hier und da noch ein bisschen. Ach, das schaut doch viel besser aus. Und legen wir schnell zurück, damit sie nicht merkt, dass wir etwas gemacht haben. Ich wünschte, ich könnte ihr blödes Gesicht sehen. Ja, so, oh, wer hat das gemacht? Sie ist fertig, wir müssen verschwinden. Ja, sonst glaubt sie, wir waren's. Ich meine, wir waren sie auch, aber schnell umziehen. Ach, schnell zurücklegen und ich nehme meinen Rucksack und da muss ich mich umziehen und das zurücklegen. Schnell den Rucksack noch weggeben und die Schere.
Ja, stimmt. Ach, die muss ich auch noch schnell reinlegen. Okay, verschwinden wir. Puh, da würde ich mal für die nächsten Stunden nicht reingehen. Der war gut. Wir gehen schon mal vor. Wir wärmen uns schon mal auf für das Vortanzen. Wir sehen uns dann. Tschüss, Bestie. Emily und Emma sind so nett. Wahrscheinlich war das wirklich nur ein Missverständnis. Und wir waren die ganze Zeit Freunde und ich habe einfach ihren Spaß nicht verstanden. Was ist mit meinem Outfit passiert? Mein Ballett-Outfit? So kann ich doch nicht vortanzen. So wird sie mich sicher nicht rannehmen, weil sie will doch nicht, dass jemand auf der Bühne ausschaut wie ein obdachloses Mädchen. Was soll ich nur tun? Ich muss es probieren, aber wer macht denn sowas? Frau Lehrerin, mein Outfit, ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Um Gottes Willen, Jenna, wie schaust du denn aus? Also so kannst du nicht an meinem Unterricht teilnehmen. Geh dich gefälligst umziehen in deinen richtigen Ballettoutfit. Das ist mein Ballettoutfit. Jemand hat es zerschnitten. Ach, jetzt hör auf, jemand anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Du hast wahrscheinlich nicht auf dein Outfit aufgepasst und jetzt ist es kaputt. Nein, das stimmt nicht. Heute in der Früh war es noch voll in Ordnung. Oh, arme Jenna, so kannst du ja nicht bei dem Vortanzen mitmachen, oder Frau Lehrerin? Doch, das Outfit hat ja nichts mit ihren Tanzkünsten zu tun. Nein, so will ich auch nicht mitmachen. Ich... Also in diesem Outfit kann sie wirklich nicht beim Vortanzen mitmachen. Und jetzt weint sie auch noch. Ich werde schnell nach ihr sehen, Frau Schuko. Ich bin gleich wieder da. Jenna, bitte, hör auf zu weinen. Wir werden schon eine Lösung finden. Bitte, du darfst nicht so traurig sein. Aber ich verstehe das nicht. Als ich das Kleid zu Hause eingepackt habe, da war das noch voll in Ordnung. Und ich war nur kurz weg und auf einmal schaut es so aus. Glaubst du etwa, dass es vielleicht jemand mit Absicht zerschnitten hat? Wer würde sowas machen? Normalerweise hätte ich gesagt Emily und Emma, aber die waren so nett zu mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas machen. Aber Jenna, bitte mach beim Vortanzen mit. Das geht nicht. Du weißt genau, dass Frau Kuschuh das niemals zulassen würde in diesen, was auch immer ich anhab. Und deswegen habe ich mir gedacht, schau, nimm doch einfach mein Ersatzballett-Outfit. Ich habe nämlich ein zweites eingepackt. Hier, das kannst du dir ausborgen. Du kannst es dir eigentlich behalten. Ich habe es noch nie getragen und es passt dir wie angegossen. Wirklich? Bist du dir sicher? Danke. Ja, ich habe dieses Outfit schon seit einem Jahr und wirklich noch nie angezogen. Also ich brauche es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dir bedanken kann. Vielen, vielen Dank. Komm, gehen wir zurück. Schaut mal, wer ein neues Outfit hat. Frau Kuschuh, ich darf jetzt doch beim Vortanzen mitmachen, oder? Was ist das für eine Frage? Natürlich, du hast das richtige Outfit an. Genau so soll eine Ballerina ausschauen. Natürlich kannst du beim Vortanzen mitmachen, Jenna. Hä, woher hat sie das Outfit? Wir haben doch in den Rucksack geschaut, da war nur das eine. Mann, ist unser Plan wohl nach hinten losgegangen. Mit dem anderen Outfit hätte sie Frau Muku wahrscheinlich auch nicht genommen. Und jetzt schaut sie aus wie eine richtige Ballerina. Ruhe jetzt, Mädels, das Vortanzen beginnt. Luisa, du beginnst als erstes. Sie wird sicher gewinnen, sie tanzt so gut. Luisa schaut aus wie ein Engel. Du schaffst das, Luisa. Ich glaube an dich. Ja, Luisa. Ich wünsche dir viel Glück. Hals- und Beinbruch. Ach ja, viel Glück. Obwohl du das nicht nötig hast. Du bist ja eh die Beste. Oh, danke, Freunde, für die tollen Zusprüche. Ich werde mein Bestes geben. Los, fang an. Musik kann starten. Es beginnt gleich. Okay. Oh, wie schön sie tanzt. Ich wünschte, ich könnte so tanzen wie sie. Wow, sie macht das so gut. Unglaublich schön. Schaut nur an, wie sie tanzt. Wow. So magisch. Und das war's. Oh, ich bin richtig außer Puste. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Du warst unglaublich gut. Wirklich, finden Sie das? Oh, vielen lieben Dank. Ach, nach so einer Aufführung, ich weiß nicht, wer sich das trauen würde. Also, wer traut sich als nächstes? Du warst toll, Luisa. Ich will nicht nach ihr sein. Wer immer nach ihr dran ist, der hat doch keine Chance. Du hast unglaublich toll getanzt, Luisa. Hört auf, so gut war ich nicht. Traut euch, los. Wir haben doch alle keine Chance nach dir, Luisa. Ja, das war ganz nett. Ja, war okay. Gar nicht mal so schlecht. Also, wer möchte nach Luisa vortanzen? Vielleicht du, Jenna? Ja, Jenna, trau dich. Ich habe doch gesehen, wie hart du gearbeitet hast. Los! Nein, ich trau mich nicht. Lieber nicht. Doch, Jenna, du schaffst das. Jenna. Okay, hör auf. Okay, ich tanze als nächstes. Oh, sie tanzt so gut. Wow, ich habe Jenna noch nie so schön tanzen sehen. Sie ist ja fast so gut wie Luisa. Wow, unglaublich elegant und diese Anmut. Wow.
Jetzt werde ich hier mal ein kleines Streich spielen. Oh, um Gottes Willen, Jenna, hast du dir was getan? Geht es dir gut? Jenna. Sie muss wohl ausgerutscht sein. Jenna, hast du dich verletzt oder was ist passiert? Ich weiß nicht, ich habe mich so konzentriert auf das Tanzen. Ah, mein Fuß tut so weh. Oh Mann, die arme Jenna, sie hat so gut getanzt. Was ist nur geschehen? Also sie kann ich nicht nehmen. Wenn das bei deiner Aufführung passieren würde, das geht nicht. Aber sie hat doch vorher so gut getanzt. Das kann doch jedem passieren. Ja, das geht wirklich nicht, dass sie einfach so von alleine ausrutscht. Stell dir vor tausenden von Leuten. Ich bin gleich wieder da. Ich schau mal nach Jenna. Ja, das war so lustig. Das hast du so gut gemacht. Du kannst mich halt die Königin nennen. Jenna, Jenna, wo bist du? Jenna, geht es dir gut? Komm, mach die Tür auf. Ich habe mich zum Witz gemacht. Ich bin so eine Witzfigur. Nein, das stimmt nicht. Du hast so toll getanzt. Alle haben gesagt, dass du sogar teilweise besser getanzt hast als ich. Also hör auf, traurig zu sein. Das kann jedem passieren. Niemand denkt jetzt schlechter über dich. Meinst du das ernst? Ich habe sogar so gut getanzt wie du. In meinen Augen warst du sogar besser als ich. Du verdienst den ersten Platz. Komm schon, sei nicht mehr traurig. Hey, wie wär's? Ich bring dich nach Hause. Was? Du willst mich nach Hause bringen? Das ist echt nett von dir. Ja, gerne. Danke, Luisa, dass du immer für mich da bist. Du bist wirklich eine gute Freundin. Hey, hör auf, dich zu bedanken. Wir sind Freunde und sowas machen Freunde füreinander. Komm, gehen wir. Das hat sie wirklich gesagt? Oh Mann, danke, Luisa. Du hast mich wirklich aufgemuntert. Ich habe gesagt, du sollst aufhören, sich zu bedanken. Das machen Freunde füreinander. Na gut, da bin ich dann auch schon. Vielen, vielen Dank, Luisa. Du bist wirklich eine gute Freundin. Tschüss. Ja, tschüss, Jenna. Huch, mein Telefon läutet ja. Mama ruft mich an. Oh Mann, ich hätte vielleicht Bescheid sagen sollen, dass sie mich nicht von der Schule abholen soll. Oh Mann. Hallo Mama. Ich weiß, du wolltest mich von der Schule abholen, aber ich habe meine Freundin Jenna aufmuntern müssen und ich habe sie nach Hause gebracht. Also Luisa, das geht nicht. Für was hast du ein Telefon? Das hättest du mir schreiben können. Jetzt bin ich umsonst zur Schule gefahren, um dich abzuholen. Oh Mann, Mama, das war wirklich ein Notfall. Ich habe ja gesagt, dass es mir leid tut. Nein, Jenna, das geht nicht. Für was hast du ein Telefon? Ganz ehrlich. Mama, bitte. Das war ja nicht mit Absicht. Und ich habe gesagt, es tut mir leid. Bitte sei mir nicht böse. Ich bin umsonst eine halbe Stunde zur Schule gefahren. Natürlich bin ich böse. Ach, Mama, kommt schon. Du bist ja nicht zu Fuß gegangen, sondern nur mit dem Auto. Ich bin gleich zu Hause. Ich brauche nicht mehr... Oh! Schnell eine Trage, hier ist ein Notfall. Um Himmels Willen, was ist mit diesen jungen Mädchen passiert? Die Patientin ist weiblich, circa 12 bis 15 Jahre alt und sie wurde von einem Auto angefahren. Okay, vielen Dank für die Information. Wir müssen sie schnell zur Notoperation schicken. Schnell, schnell, schnell. Okay, da sind wir. Wir wissen nicht genau, was ihr fehlt, aber sie verliert sehr viel Blut. Vielen Dank, legen Sie sie schnell auf die Trage. Oh, sie sind genau noch rechtzeitig hier. Schnell für die Operation vorbereiten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Operation. Ich hoffe, Sie können sie retten. Operationshelfer, die Sauerstoffmaske, schnell. Ja, natürlich. Okay, das weg und das hin. War schon mal ein guter Anfang. Sie hat Puls. Ja, noch. Wir müssen uns beeilen mit der Operation. Schnell. Jede Sekunde zählt. So, ich nehme meine Utensilien. Ich bin bereit. Wir können beginnen. Deswegen darf man nie am Handy schauen. Das ist so gefährlich. Okay, fangen wir an mit der Operation. Seit 2 Tagen schläft sie schon. Oh, meine liebe Luisa. Oh Mann, Luisa, du bist aufgewacht. Oh, ich muss schnell den Doktor holen. Oh, mir tut alles weh. Was ist passiert? Kannst du dich denn an gar nichts erinnern? An den Autounfall? Nein, ich kann mich... Ich habe Jenna nach Hause gebracht und dann bin ich hier aufgewacht. Du wolltest anscheinend über die Straße gehen und dann wurdest du von einem Auto angefahren. Aber es ist nichts Schlimmeres passiert als... Oh, meine liebe Schwester, ich habe dich so vermisst. Hier, diese Blume ist für dich. Was, diese Blume hast du extra für mich gepflückt? Oh, danke, Lilly, das ist so lieb von dir. Mama, jetzt wo Luisa aufgewacht ist, wird alles wieder gut, richtig? Ja, es wird alles so wie früher. Naja, eine Sache, Luisa, und zwar... Herr Doktor, sehen Sie, meine Tochter Luisa... Luisa, sie ist wieder aufgewacht. Oh, ja, das sehe ich. Also, Luisa, du hattest einen sehr schlimmen Unfall, aber die Ärzte konnten dich zum Glück noch retten. Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Ich fühle mich schon viel besser. Aber eine Frage. Ich habe in 1-2 Monaten gibt es ein Casting für eine ganz berühmte Ballettschule. Wie lange muss ich warten, bis ich wieder Ballett tanzen kann? Oh Mann, wie sollen wir das nur sagen? Also, Luisa, du kannst nie wieder mehr Ballett tanzen. Ja, denn es gab Komplikationen bei der Operation und...
Es tut mir wirklich leid. Was redet ihr? Ich fühle mich doch großartig. Oh, mein Bein! Was ist mit meinem Bein passiert? Wo ist er? Oh, Luisa, es tut mir so leid, aber sie haben dein Bein abschneiden müssen, weil du wärst sonst gestorben und so haben sie dein Leben retten können. Bitte sag, dass das ein schlechter Witz ist. Das ist ein Albtraum. Wach auf, Luisa, wach auf! Das kann nicht stimmen. Bitte, Luisa, du musst dich beruhigen. Hier, setz dich auf diesen Stuhl. Oh Mann, was soll ich nur tun? Du musst stark sein, Luisa. Es wird alles gut, das verspreche ich dir. Wichtig ist mal, dass du gesund bist und am Leben, okay? Alles andere, es gibt immer eine Lösung. Du darfst die Hoffnung nie aufgeben. Das stimmt. Jetzt ist mal wichtig, dass du gesund wirst. Oh, ich muss zu meinen anderen Patienten schauen. Wenn ihr noch Fragen habt, ich bin jederzeit verfügbar. Viel Glück, Luisa. Ich kann nie wieder mehr Ballett tanzen. Was mache ich dann? Das muss ein Albtraum sein. Bitte, Mama, sag mir, dass es ein Albtraum ist. Das Wichtigste ist einmal, dass du am Leben bist, Luisa. Alles andere, wir werden eine Lösung finden, wirklich. Oh, meine süße Tochter, meine liebe süße Tochter. Mama, Papa, ich möchte bitte ein bisschen alleine sein. Natürlich, wenn du alleine sein willst, werden wir das respektieren. Aber vergiss nicht, wir lieben dich und wir sind glücklich, dass du am Leben bist. Alles andere ist nicht so wichtig. Na gut, wir gehen jetzt dann, Luisa. Wir lieben dich, okay? Ich habe euch auch lieb. Ich weiß, es wird alles gut, aber ich möchte einfach jetzt ein bisschen alleine sein und drüber nachdenken. Natürlich, Liebes. Wir reden mal mit dem Doktor. Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Komm, Liebling, gehen wir. Was soll nur aus mir werden? Ich wollte mein Leben lang einfach nur Profi-Ballerina sein und jetzt ist dieser Traum zerplatzt. Hätte ich doch nicht aufs Handy geschaut, wäre ich nicht über die Straße gegangen. Ich dachte, zu erfahren, dass ich mein Bein verloren habe, war das Schlimmste. Aber nein, als meine zwei angeblich besten Freundinnen zu Besuch gekommen sind, haben sie mir ihr wahres Gesicht gezeigt und das war noch viel schlimmer. Luisa, du bist jetzt schon einen Monat im Krankenhaus und ich dachte, es wird Zeit, dass deine besten Freundinnen dich vielleicht besuchen kommen. Ah, hallo Luisa, wie geht es dir? Oh, endlich, Emily und Emma, wie geht es euch? Ich glaube, hier bin ich am Fehl am Platz. Ich lasse euch Süßen mal alleine tratschen und wenn ihr mich braucht, ich bin im Wartezimmer. Tschüss, meine Lieben. Tudelü. Also ist es wahr? Du hast wirklich dein Bein verloren. Oh, ich bin so froh, dass ihr zwei da seid. Ich brauche nämlich ein bisschen eine Aufmunterung. Ich bin schon so traurig seit Wochen. Ja, das wäre ich auch, wenn ich nie wieder mehr Ballett tanzen kann. Glaubt ihr wirklich, dass ich nie wieder mehr Ballett tanzen kann? Vielleicht kann ich ja eine einbeinige Ballerina sein. Das ist sicher möglich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nie wieder mehr tanzen wirst. Aber man muss das positiv sehen. Ich werde dafür die Hauptrolle bekommen. Ist das nicht toll? Wie kannst du nur so etwas sagen, Emily? Das ist so gemein. Genau, und ich werde zweiter Platz, nicht mehr vierter wie sonst. Durch das, dass ich dann die Hauptrolle bekomme, werde ich dann die beliebteste der Schule sein und nicht mehr du, Luisa. Warte, soll das heißen, du warst nur mit mir befreundet, weil ich beliebt war und du wolltest auch ein bisschen was von diesem Ruhm abhaben? Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich habe ich das nur deswegen gemacht. Nicht nur sie, sondern ich auch. Wir sind jetzt beliebt. Wir sind Nein, jetzt beliebt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mein Bein verloren, mein Traum, eine Ballerina-Königin zu werden. Und dann habe ich jetzt auch noch erfahren, dass meine besten Freunde gar nicht mit mir befreundet sein wollten. Habt ihr das geahnt? Wusstet ihr, wie Emma und Emily in Wahrheit sind? Ich war so am Boden zerstört. Ich dachte, ich werde nie wieder mehr lachen. Doch dann kam jemand, der mich aufmuntern konnte. Hallo, Luisa. Ich wollte dich nur besuchen kommen. Jenna, was machst du denn hier? Ich habe von deinem Unfall gehört und wollte dir... Naja, ich wollte dich ein bisschen aufmuntern und habe dir was zum Lesen mitgebracht und ein paar Früchte und ein Kuscheltier zum Knuddeln. Was wirklich? Das hast du alles für mich mitgebracht? Danke, Jenna, du bist wirklich eine Freundin. Ich habe dir meine Lieblingsbücher mitgebracht, Harry Potter und das geheimnisvolle Bibi Blocksberg. Oh, vielen Dank. Den Teil habe ich ja noch gar nicht gelesen. Danke, Jenna, du bist wirklich eine Freundin. Hey, Kopf hoch. Natürlich bin ich deine Freundin, du warst immer so nett zu mir. Natürlich bin ich jetzt für dich da, wenn du Hilfe brauchst. Sowas machen Freunde. Ja, sowas machen richtige Freunde. Nicht so wie Emily und Emma. Apropos Emily und Emma. Letztens beim Ballettunterricht war da eine Wasserlacke am Boden und sie ist ausgerutscht und alle haben dann geglaubt, sie hat Pipi in die Hose gemacht. Ah, nein, das stimmt nicht. Das hätte ich gerne gesehen. Oh, eigentlich soll
solltest du ja im Bett liegen, oder? Der Arzt hat gesagt, du musst Bettruhe haben. Oh, ja, stimmt. Ach, gib die Sachen einfach dort zur Seite am Boden. Genau da. Sehr gut. Oh, hast du eigentlich schon die neue Episode von Tokatos gesehen? Da geht es auch um eine Ballerina. Was, wirklich? Nein, ich bin noch bei der Story mit Topmodel. Ach, Tokatos ist einfach so cool. Wer von euch Zuschauern schaut auch Tokatos? Mach ein Pilz-Emoji in die Kommentare, damit ich weiß, wer bis hier schon geschaut hat. Jenna war so lieb und sie hat mich richtig aufgemuntert. Ich brauche Emily und Emma nicht, wenn ich Jenna habe. Sie ist wirklich eine sehr gute Freundin. Und mit Jenna an meiner Seite verging die Zeit so schnell im Spital und dann hat man mich auch schon entlassen. Also Luise, es war sehr nett mit dir hier und ich bin richtig froh, dass es dir schon wieder besser geht und du jetzt nach Hause gehen kannst. Also pass auf dich auf und nächstes Mal, was ist wichtig, wenn man über die Straße geht? Bevor man die Straße überquert, dass man links und rechts schaut und nicht aufs Handy. Vielen Dank, Herr Doktor, Sie waren wirklich freundlich. Komm, gehen wir endlich nach Hause. Ja, Herr Doktor, vielen Dank für die ganze Hilfe. Komm, Luisa, gehen wir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, Luisa. Viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist die richtige Einstellung, Luisa. Also, viel Glück euch allen. Auf Wiedersehen. Oder eher auf hoffentlich nicht mehr Wiedersehen. Und hier sind wir auch schon beim Auto. Huch, Luisa, wo ist denn unsere Luisa in? Ah, da kommt sie ja. Wieso wartet ihr nicht auf mich? Ich habe nur ein Bein und mit den Krücken ist es ein bisschen blöd zu gehen. Oh, das tut uns wirklich leid, Luisa. Wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass du nur noch ein Bein hast und jetzt für alles ein bisschen länger brauchst. Ja, es tut uns wirklich leid. Komm, ich helfe dir beim Auto einsteigen. Okay, und ja, und hier. Au, Mama, mein Fuß, pass auf. Oh, sorry, jetzt habe ich dein einziges gesundes Bein auch noch verletzt. Ich meine, Entschuldigung, Liebling. Ach, ist schon okay. So, und ich kann mich jetzt auf meinen Platz setzen. Du kannst mir die Stöcke nach vorne geben. So, eins. Und die nächste Krücke und hier noch. Perfekt. Brauchst du Hilfe beim Anschnallen oder schaffst du das alleine, Luisa? Ich schaff das schon alleine, danke. So, meine Süße, hier sind wir auch schon. So, jetzt setze ich dich in deinen Stuhl. Luisa, kannst du bitte deine kleine Schwester anschnallen? Danke. So, ab nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein. Freust du dich nicht auch wieder in dein eigenes Bett zu schlafen, Luisa? Ja, ich freue mich schon, aber irgendwie... Es ist alles so anders. Du musst dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Es wird alles gut werden. Ja, Liebling, Kopf hoch. Du musst immer denken, wir sind für dich da und deine Freunde auch. Endlich wieder zu Hause. Treues Heim, Glück allein. Ach, sehr schön. Also, liebe Familie, nur hereinspaziert. Komm. Okay, ich gehe schon. Oh, ist ein bisschen mühsam mit diesen Krücken. Vorsicht. Ach. Okay, geschafft. Oh Mann, sie tut mir so leid. Das hast du sehr gut gemacht, Liebling. Du kannst das schon wie ein richtiger Profi. Wie wär's? Sollen wir alle gemeinsam im Wohnzimmer chillen und ein bisschen Fernseher schauen? Nein, danke. Ich bin ein bisschen müde. Ich werde einfach in mein Zimmer gehen und ein bisschen chillen, wenn das okay ist. Oh, ja, natürlich, Liebling. Alles, was du willst. Und dann, wenn du bereit bist, kannst du einfach zu uns stoßen, okay? Ja, klar. Danke, Mama. Danke, Papa. Hab euch lieb. So, ich gehe jetzt mal in mein Zimmer. Ach, diese Krücken. Ach, mein Zimmer. Es wirkt alles irgendwie so, ich weiß nicht, komisch. Ob ich mich wieder normalisieren werde, ob das alles so komisch bleibt. Viele Tage später. Oh, ich sollte langsam aufstehen. Oh, was ist heute eigentlich für ein Tag? Oh, ja stimmt, ich wollte heute das erste Mal, seitdem ich nur ein Bein habe, wieder in die Schule gehen. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, meine Süße. Schau, ich habe dir schon dein Frühstück gemacht. Ein Riesensandwich. Oh, ich bin einfach zu nervös. Ich kann nichts essen. Ich habe so Angst, wie die Kinder in der Schule auf mein Einbein reagieren. Oh, das verstehe ich natürlich, dass du nicht essen kannst. Aber du brauchst wirklich nicht nervös sein. Die Kinder, du hast dich ja nicht verändert. Du weißt nicht, wie grausam Kinder sein können. Die werden sich sicher über mich lustig machen. Oh, vielleicht ist das keine gute Idee. Egal. Nein, das glaube ich nicht. Welche Kinder machen sich über jemanden lustig, der ein Bein verloren hat? Manchmal sind Kinder wirklich grausam. Aber unsere Tochter ist stark und sie wird das schaffen. Ja, das wird sie, Liebling, das wird sie. Luisa, kommst du? Ich bin fertig, ich kann dich in die Schule fahren. So, ich werde dann gleich einkaufen gehen. Luisa, komm, wir kommen sonst zu spät. Ja, ich komme ja schon.
Mama, ich habe mir überlegt, ich will heute nicht in die Schule gefahren werden. Ich will selber zu Fuß in die Schule gehen. Ich muss mir beweisen, dass ich das schaffe. Bist du dir sicher? Ich meine, das ist ein ziemlich langer Weg und ich meine, du hast nur ein Bein. Ist das gescheit? Ja, ich muss lernen, selbstständig zu sein. Ich meine, du wirst mich nicht immer abholen und hinbringen können. Ab und zu muss ich halt zu Fuß alleine gehen und das ist einfach die beste Übung. Einfach anfangen. Oh, du bist so tapfer. Okay, mein Schatz. Sei aber vorsichtig, okay? Ja, Mama, du musst dir keine Sorgen machen. Im Notfall habe ich mein Handy bei mir. Na gut, Liebling, dann bis später. Pass auf dich auf. Ja, mach ich, Mama. Danke dir. Tschüss. Okay, geh die Tür auf und los geht's. Ich schaff das schon. Sei nicht nervös. Ach, das geht eigentlich ganz gut. Ach, was ist das für ein schöner Tag heute? Was schauen mich die Leute so komisch an? Um Gottes Willen, du hast ja nur ein Bein. Brauchst du Hilfe? Soll ich deine Hand halten? Danke, das ist sehr freundlich, aber ich schaff das schon. Ich habe meine Krücke, aber voll nett von dir. Mama, schau mal, dieses Mädchen hat nur ein Bein. Sebastian Kurz, kannst du bitte deine großen Ohren nicht in den anderen Leuten ihre Angelegenheiten reinschieben? Also wirklich. Was ist denn passiert? Warum hast du nur ein Bein? Nun ja, ich hatte einen Autounfall und... Ich hab... Gottes Willen, wieso sagen Sie so etwas meinen Sohn? Also wirklich. Oh, du armes Mädchen, du tust mir so leid. Hier, möchtest du vielleicht meinen Schokoriegel haben? Das ist sehr freundlich, aber nein, danke. Eo, kannst du bitte weitergehen? Du verscheust noch meine Kundschaft. Niemand will Süßigkeiten kaufen, wenn jemand mit einer Verletzung davor steht. Oh, das tut mir leid, ich gehe natürlich weiter. Oh Mann, ich wollte doch nur nach Hause gehen. Sie haben mich angesprochen und dann sagte er, es ist meine Schuld. Schau mal dieses kleine Tier an. Was glaubst du, wird er machen, wenn wir ihn mit dem Stock schlagen? Keine Ahnung, finden wir es doch heraus. Hey, hört gefälligst auf, das arme Tier zu schlagen. Was ist mit euch los? Haha, wie er jammert. Was ist denn mit der? Schau mal, sie hat nur ein Bein. Oh mein Gott, weißt du, an was sie mich erinnert? An einen Piraten? Ja, du Freak, lass uns in Ruhe und misch dich nicht ein und geh weiter. Los, Mädels, machen wir weiter. Und das und hier. Ich hab gesagt, ihr sollt's aufhören, dieses arme Tier zu schlagen. Es kann sich ja nicht wehren. Ich hab gesagt, du sollst weitergehen und uns in Ruhe lassen. Ich kann nicht dabei zuschauen, wenn ein unschuldiges Tier geschlagen wird. Tschüss. Schau mal, wegen dir ist unser Spielzeug weggegangen. Ja, du bist schuld. Das wirst du uns büßen. Eigentlich müsste man die Polizei rufen. Ihr seid ja verrückt, dass ihr einfach so einen armen Hund schlagt. Weißt du, du hast unser Spielzeug weggenommen. Jetzt bist du unser Spielzeug. Wie bitte? Nein. Komm doch her, Einbein. Ich hab gewusst, dass ich sie erkenne. Das ist diese Ballerina Luisa. Jetzt würde ich wohl eher sagen, die Stelzen-Luisa. Hilfe, bitte helft mir jemand. Hier ist die Polizei. Gehen Sie weg und lassen Sie das arme Mädchen in Ruhe. Was ist das? Die Polizei? Jemand hat uns gesehen und hat die Polizei gerufen. Kommt, Mädels, verschwinden wir. Schnell weg, schnell. Oh, zum Glück. Rettung in letzter Sekunde. Die Polizei kommt. Sind Sie weg, Luisa? Oh, zum Glück. Ich habe nämlich von Weitem gesehen, dass du Probleme hattest. Jenna, was machst du denn hier? Und wo ist die Polizei? Ach so, es gab keine Polizei. Ich habe nur so getan, als ob ich ein Polizist wäre. Und sie hatten voll Angst und haben nicht mal richtig geschaut und sind dann einfach davon gelaufen. Jenna, du bist so schlau. Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Hey, das ist doch selbstverständlich. Das würde ich bei jedem machen. Diese verrückten Kinder manchmal. Hey, wie wär's? Wollen wir den restlichen Weg gemeinsam zur Schule gehen? Oh, das wäre sehr schön, Luisa. Komm, dann gehen wir. Hast du gesehen, wie sie gelaufen sind? Ja, die hatten so Angst. Na, wer kommt denn da? Unser Dream Team. Die stinkende Jenna und die Krüppel-Luisa. Luisa, wofür trainierst du? Ist deine nächste Rolle vielleicht ein Pirat in irgendeiner Show? Hey, Emily, warum bist du so gemein? Wir waren doch Freunde. Was habe ich dir getan? Ich muss jetzt einfach nicht vortäuschen, dass ich dich mag. Ich mochte dich nie. Und jetzt, wo wir beliebt sind, brauchen wir dich nicht mehr. Also kannst du uns in Ruhe lassen, du Krüppel-Luisa. Krüppel-Luisa, der war gut. Oh, dieser Rucksack ist einfach zu schwer für mich. Emma, haltest du bitte meinen Rucksack? Ja, natürlich. Oh, jetzt, wo ich die Beliebteste der Schule bin, sind alle meine Sklaven. Los gehen wir. Mir war es immer egal, ob ich die Beliebteste war oder nicht. Das hat keine Bedeutung. Was eine Bedeutung hat, ist, ob man ein gutes Herz hat oder nicht. Ach, darum habe ich dich so gehasst. Sogar jetzt, wo du nur ein Bein hast, hältst du dich für was Besseres. Nein, das stimmt nicht. Sie hält sich gar nicht für was Besseres. Aber ihr seid... Ach, Jenna, halt den Mund. Hat irgendjemand mit dir geredet? Ich glaube nicht. Hör auf, Jenna so anzuschreien. Mich kannst du behandeln, wie du willst, aber sie lässt du gefälligst in Ruhe. Ach, Jenna, gehen wir.
Was fällt dir eigentlich ein, mich einfach links liegen zu lassen? Ja, ganz ehrlich, sie hat überhaupt keinen Respekt vor der Queen. Aber du hast es ihr richtig gegeben. Ja, ich finde auch, die Beliebteste der Schule muss sich so verhalten. Das stimmt. Hey, warte auf mich, die Rucksäcke sind schwer. Ach, diese Emily und Emma, ganz ehrlich. Egal, ignorieren wir sie einfach. Genau, sonst kommen wir eh zu spät zur Stunde. Um Gottes Willen, Luisa, was ist passiert? Wo ist dein Bein? Oh, ja, stimmt, viele von euch haben meinen neuen Look ja noch gar nicht gesehen. Ich hab mein Bein bei einem Autounfall verloren. Deswegen warst du so lange nicht in der Schule. Oh Mann, Luisa, das tut mir so leid. Du schaust aus wie ein Pirat. Bist du etwa die Piratballerina? Luisa, die Piratballerina. Hey, das ist nicht besonders nett, Leute Namen zu nennen. Du hast vergessen, Rrrr zu sagen, wie ein richtiger Pirat. Hey, Sebastian, noch kürzer. Hör gefälligst auf, sie zu ärgern. Aber wenn das nicht der kleine Dean ist, ist der Dean etwa in die Einbeinige verliebt? Was? Nein, aber so gemein musst du nicht sein. Dean ist in einen Piraten verliebt. Dean ist in einen Piraten verliebt. Luisa, es tut mir leid, was Sebastian gesagt hat. Ich muss in die Klasse gehen. Tschüss. Ich wusste ja, dass Leute sich über mich lustig machen, aber das war echt gemein. Oh Mann, Luisa, das hast du echt nicht verdient. Also es gibt Leute... Naja, ist egal. Komm, gehen wir Jenna in die Klasse, sonst kommen wir noch zu spät. Also diesen Sebastian müsste jemand richtig mal einen hinter die Ohren schlagen, ganz ehrlich. Oh, das ist so nett. Danke, Wednesday und Annette. Ach, überhaupt kein Problem. Wir halten zu dir. Wir sind immer noch deine größten Fans. Oh, das ist so lieb. Danke. Dann bis später. Tschüss. Oh, ich habe schon so einen Kohldampf. Hallo, ich hätte gern ein Dörrum, bitte. Ein Dörrum kommt sofort. Sonst noch etwas? Oh ja, diese Kack-Capes, die da unten sind, die schauen köstlich aus. Okay, ein Kack-Cape für dich. Sonst noch etwas, meine Süße? Und ein Apfelsaft aus Orangen, bitte noch. Natürlich, hier dein Apfelsaft aus Orangen. Ich wünsche dir guten Appetit und wichtig, viel kauen. Hier, der ist aber echt lecker. Hä, hat die gerade von meinem Kack-Cape gegessen? Naja, egal. So, wo setze ich mich jetzt hin zum Essen? Oh, schau, wer da ist, Emily und Emma. Emily, Emma, ich wollte fragen, ob ich wieder mit euch sitzen kann, weil wir waren so lange befreundet. Ich will das nicht aufgeben. Ach, Luisa, ich weiß genau, was du vorhast. Jetzt, wo ich beliebt bin, willst du dich natürlich bei mir einschleimen. Aber nein, du darfst nicht hier mit uns sitzen. Und dieser Platz ist besetzt für meine Dose. Ich will mich gar nicht einschleimen, aber wir waren so viele Jahre befreundet. Ich verstehe nicht, wie du das einfach wegwerfen kannst. Ach, ist mir egal, Stelzen, Luisa. Such dir einen neuen Platz. Na gut, dann setze ich mich einfach hier hin. Geh weg, Luisa. Emily mag dich nicht, also mögen wir dich jetzt auch nicht mehr. Vor kurzem hat sie noch gesagt, dass sie ein Fan von mir ist. Und jetzt will sie nicht mal, dass ich mit ihr sitzen will. Entschuldigung, ist vielleicht hier noch ein Platz frei? Oh, leider nicht. Hier sitze ich mit meinen vier Freunden. Hermine, Ron und Lord Voldemort. Hallo, Harry. Hallo, Voldy. Los, was essen wir heute? Oh, natürlich, das verstehe ich. Ich wünsche euch jedenfalls alle einen guten Appetit. Oh Mann, na gut, dann muss ich wohl da sitzen, alleine. Ach, dieser Stuhl ist so hart. Naja. Oh, hallo, Luisa. Oh, hallo, Jenna, wie geht es dir? Ist da vielleicht noch ein Platz frei? Kann ich auch hier sitzen? Natürlich, was ist das für eine Frage? Warte, ich mach dir Platz. Hier, nimm Platz. Oh, vielen Dank, das ist echt nett. So, ich habe mir einen Kebab genommen und du? Also ich habe ein Dürrimse, ein Kack-Cape und einen Orangensaft aus Äpfeln. Ach, wer redet da so laut? Schau mal, Emily, schau mal, wer sich zu Luisa gesetzt hat. Die Jenna, sie verstehen sich wohl sehr gut. Ach, ich will nicht, dass Luisa irgendwelche Freunde hat. Mann, ach, ist doch egal, das ist ja nur Jenna. Wir mögen ja Jenna eh nicht. Also was macht das für einen Unterschied? Oh, ich weiß schon was. Ich will, dass Luisa gar keine Freunde hat. Nicht mal Jenna und ich kann Jenna nicht ausstehen, weil sie stinkt. Oh, ich sehe in deinem Gesicht, du hast wieder einen Plan. Ja, das habe ich. Komm mit. Hi, Jenna, wie geht es dir? Ich wollte dich etwas fragen. Ach, warte, ich muss die Dose loswerden. Hier, Hermine, halte die Dose. Ich habe Emilys Dose. Ich habe Emilys Dose. Oh mein Gott. Okay, ich wusste ja schon immer, dass Hermine merkwürdig ist, aber das... Naja, egal. Du, Jenna, magst du vielleicht mit uns sitzen? Was?
Seit wann wollt ihr, dass ich mit euch sitze? Ihr macht euch immer über mich lustig und... Ach, Jenna, das haben wir schon 1000 Mal gesagt. Das ist unsere Art, Spaß zu machen. Soll das etwa heißen, ihr, das ist immer nur Spaß? Genau, Spaß unter Freunden. Wir sind sogar beste Freunde. Findest du nicht auch, Jenna? Was, wirklich? Wir sind beste Freunde? Ich hatte noch nie beste Freunde. Also was ist? Magst du vielleicht bei uns sitzen und gemeinsam mit uns zu Mittag essen? Ja, aber was ist mit Luisa? Dort sind ja nur 3 Plätze. Oh, das passt schon, Luisa. Ich bin bald fertig mit dem Essen und dann gehe ich in die Bücherei. Bist du dir sicher, Luisa? Ich meine, ich will... Ja, wirklich. Mach dir keinen Kopf. Geh, wenn du dort sitzen willst. Alles gut. Na, wenn das so ist, dann würde ich gerne mit euch zusammen Mittag essen. Na, dann komm. Tschüss, Loser. Jetzt haben mir Emily und Emma den einzigen Menschen mitgenommen, mit dem ich mich befreundet habe. Das ist so gemein. Ich habe keinen Hunger mehr. Das ist so gemein. Ich bin so traurig. Nur weil ich mein Bein verloren habe, verliere ich all meine Freunde. Ich will einfach nur noch nach Hause. Dieser Tag ist so schrecklich. Na, wenn das nicht unsere Stelzen-Luisa ist. Na, Holzbeinchen, gehst du etwa nicht zum Ballettunterricht, weil du nur ein Bein hast? Ja, schau uns an. Wir haben 2 Beine und wir können noch Ballett tanzen. Ich kann's kaum erwarten, an 2. Stelle zu sein. Jetzt, wo du aus dem Bild bist und Emily 1. Platz ist. Oh, Jenna, mein Rucksack ist so schwer und ich will meine Ballerina-Finger nicht schmutzig machen. Trägst du meine Tasche für mich? Oh, ja, natürlich. Oh, danke, Jenna, du bist echt eine gute Freundin. Oh, das ist aber nett von dir, dann kannst du natürlich meine Tasche auch tragen, oder? Ach, ist es nicht toll, eine Jenna in unserer Clique zu haben? Komm, gehen wir zum Ballettunterricht, meine Süßen. Und Jenna, ist das das, was du dir vorgestellt hast? Willst du wirklich mit diesen 2 befreundet sein? Ach so, ja, wir sind ja Freunde und das geht schon in Ordnung. Gehst du eigentlich heute auch zum Ballettunterricht? Nein, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Die werden mich so komisch anschauen. Nein, hör auf, Luisa, du bist so eine gute Tänzerin. Du darfst nicht aufgeben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mir das überlegen. Vielleicht komme ich doch. Aber nein, ich glaube nicht. Jenna, wo bleibst du? Komm endlich! Oh, Emily ruft mich. Naja, ich würde mich freuen, dich beim Ballettunterricht zu sehen, okay? Ich komme, Emily, keine Sorge! Tschüss, Luisa. Oh Mann, ich vermisse die Freundschaft mit Jenna. Sie ist so ein guter Mensch. Soll ich zum Ballettunterricht gehen? Ich weiß es nicht. Doch, Jenna hat recht. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht kann ich mit einem Bein tanzen. Ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Du bist doch das einbeinige Mädchen. Was machst du hier beim Ballettunterricht? Um Gottes Willen, du bist doch diese Luisa, die beste Balletttänzerin dieser ganzen Schule. Mit einem Bein kannst du doch nicht Ballett tanzen. Ich weiß, was Luisa machen kann. Sie kann Captain Hook für die nächste Aufführung von Peter Pan spielen. Genau, das wäre die perfekte Freakshow für dich, Luisa. Mann. Ich wusste, das war eine schlechte Idee, herzukommen. Aber jetzt, wo ich hier bin, werde ich mit der Ballettlehrerin sprechen. Vielleicht kann ich doch wirklich tanzen. Aber wenn sie sagt, ich kann nicht tanzen, dann habe ich wirklich keine Hoffnung mehr. Was macht Luisa hier? Sie kann doch nicht tanzen. Genau, was machst du hier? Du hast doch nur ein Bein. Ja, das ist doch keine Freakshow. Verschwinde, Luisa. Ach, du glaubst wahrscheinlich, du bist so gut, dass du sogar mit einem Bein besser bist als wir. Hey Leute, Luisa glaubt, sie kann Ballerina werden mit nur einem Bein. Ist das nicht komisch? Nein, das ist nicht komisch. Das ist mein Leben und ich mache, was ich will. Oh, schaut mal, Stelzen-Luisa wird wütend. Was willst du machen? Uns mit deinen Stelzen schlagen? Wieso seid ihr so gemein zu mir? Ich habe euch ja gar nichts gemacht. Ach so, naja, sie hören natürlich auf die Queen der Ballerina und die bin ich. Und weißt du was? Du bist ab jetzt mein Wasserhalter. Wie wär's damit? Hier, halte mein Wasser, Wasserhalter. Nein, ich bin nicht dein Wasserhalter. Und jetzt lass mich in Ruhe. Du bist so gemein, Emily. Das, was du machst, das wird irgendwann mal zu dir zurückkommen. So, Kinder, geht auf eure Plätze. Und du, Luisa, dein Bein, es ist weg. Was ist passiert? Und deswegen bin ich hier. Ich habe bei einem Autounfall mein Bein verloren und ich wollte fragen, ob ich... Das ist ja eine Katastrophe, meine beste Schülerin, nein. Und sie ist hergekommen, um zu fragen, ob sie weiterhin Ballerina sein kann, mit nur einem Bein. Was ist das für eine Frage? Natürlich geht das nicht. Was glaubst du eigentlich? Was, wirklich? Sehen Sie gar keine Chance für mich, dass ich jemals wieder tanzen kann? Also nein, das ist ja unmöglich. Als Ballerina musst du 2 Beine und 2 Hände haben. Das geht nicht, dass jemand mit nur einem Bein Ballett tanzt. Haha, ich hab dir ja gesagt, dass du nicht mehr tanzen kannst. Es tut mir leid, Luisa, aber du musst gehen. Du kannst hier nicht bleiben. Aber nein, lassen Sie Luisa doch hier. Ich weiß, was sie machen kann. Sie kann für uns als Putzfrau da sein, einfach alles sauber machen. Und dafür darf sie zuschauen, wie wir trainieren. Oh, Emily, das ist eine fantastische Idee. Ach, du bist echt eine gute Freundin.
Freundin für Luisa. Darauf wäre ich nicht gekommen. Na, was sagst du, Luisa? Na, was sagst du, Luisa? Gehst du lieber nach Hause oder bist du unsere Putzfrau? Los, entscheide dich. Wenn das der einzige Job ist, den ich machen kann als ehemalige Ballerina, dann werde ich aufräumen und die Putzfrau spielen. Oh, sehr gut. Jetzt habe ich auch noch eine gratis Putzfrau für mein Ballettstudio. Also Kinder, stellt euch auf. Wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Frau Lehrerin, ich wollte nur fragen, jetzt wo Luisa nicht mehr Ballett tanzt, wer ist die Beste der Klasse? Ja, Emily, das bist du. Also können wir jetzt anfangen? Los, stellt euch alle auf. Also so kann das ja nicht angehen. Ich meine, das war der schlechteste Trainingstag, den wir jemals hatten. Was ist los mit euch? Ist heute der erste Tag in dieser Ballettschule? Ich glaube nicht. Also wenn Luisa hier gewesen wäre, sie hätte da euch alle fertig gemacht. Ganz ehrlich, sie hätte euch zu Bund und zu Grund und Boden gestanzt. Ihr seid schon in der vierten Ballettstufe. Ich muss euch wohl runterdrücken, wieder zur ersten, mit den Basics anfangen, oder wie? Ach, geht alle nach Hause, ich hab keinen Kopf für euch. Und Luisa, räum auf, los, fang an. Ja, natürlich, Frau Lehrerin. Na gut, jetzt muss ich wohl aufräumen hier. Ach, du brauchst gar nicht so schadenfroh sein, nur weil die Trainerin dich so gelobt hat. Aber ich bin gar nicht schadenfroh, ich habe ja gar nichts gesagt. Schaut mal, Leute, Stelzen-Luisa glaubt immer noch, dass sie was Besseres ist. Wir haben heute nur so schlecht getanzt, weil dein Holzbein uns abgelenkt hat. Genau, wer kann sich denn konzentrieren, wenn ein Freak zuschaut? Hey, Luisa, du hast da was vergessen aufzuräumen. Hier, räum auf. Komm schon, Luisa, räum auf. Emma, der war gut. Hey, Luisa, du hast noch eine Flasche vergessen, und zwar die auf deinem Kopf. Hey, ich halte mich wirklich für nichts Besseres und ich kann ja nichts dafür. Oh, schaut mal, Luisa fängt gleich an zu weinen. Komm schon, Luisa, heb die Flasche auf. Das ist dein Job. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja. Das mache ich schon. Ist das so gemein? Komm, Jenna, du bist dran. Sag auch was Lustiges über Luisa. Was? Ich mach mich aber nicht gerne über Leute lustig. Ich will nichts über sie sagen, weil ich mag Luisa. Luisa ist auch eine Freundin von mir. Ist das der Dank dafür, dass du bei uns sitzen durftest und unsere Taschen tragen durftest? Nein, das soll nicht so gemeint sein, aber ich mag... Dann nimm eine Flasche und wirf sie am Boden, sodass Luisa sie aufheben kann. Okay. Mann, es tut mir leid, Luisa. Hier, heb auf. Oh nein, nicht Jenna auch noch. Der einzige Mensch, der nett zu mir war. Oh, der war gut, Jenna. Du bist so witzig. Komm, Jenna, meine allerbeste Freundin. Komm, gehen wir uns umziehen und lassen diesen Freak hier. Oh, Emily ist so lustig. Tschüss, du Freak. Freak. Oh Mann, das ist so lustig. Ich wusste ja, dass mein Leben mit einem Bein nicht gleich sein wird. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich werde jetzt alle Flaschen schnell aufräumen und dann gehe ich nach Hause. Ich will einfach nur noch in mein Bett. Ja, diese Flasche ist schmutzig, die muss in den Mistkübel. Die anderen lege ich schnell zurück in das Regal. Fertig. Jetzt ab nach Hause. Hey, Krüppel Luisa, wir haben dir eine kleine Überraschung in der Umkleide hinterlassen. Du wirst noch ein paar Stunden arbeiten müssen, um das aufzuräumen. Viel Spaß! Oh nein, was haben sie gemacht? Oh, ich hab... Nein, so unordentlich und so viel Schmutz. Das wird mich Stunden dauern, das aufzuräumen. Ich will doch nur nach Hause und schlafen. So gemein. Aber was ist das? Wer hat denn die Dusche angelassen? Ist etwa noch jemand da? Mein Rucksack. Da sind all meine Sachen drin, meine Schulsachen. Mein Handy. Nein. Warum machen Sie das? Was habe ich Ihnen denn getan? Nur weil ich mein Bein verloren habe, machen Sie sich so über mich lustig und veräppeln mich. Das ist so gemein. Ich will nicht mehr. Ich räume schnell auf und dann komme ich nie wieder mehr her. Ich will nur noch nach Hause. Noch schlimmer kann dieser Tag nicht werden. Hey Bro, habe ich irgendwas mit den Augen oder hat die Olle nur ein Bein? Oh nein, zwei Proleten. Hilfe. Ja Bro, ich glaube, ich sehe doppelt. Ein Bein, crazy. Hey Kleine, was ist denn passiert? Willst du unbedingt ein Pirat sein? Wo ist denn dein Holzbein? Bitte, lass mich in Ruhe. Gib mir deinen Rucksack. Hey Bro, hast du Bock auf einen einbeinigen Ball? Hier, nimm. Du bist dran.
nein, du. Los, bitte hört auf. Ich habe euch doch gar nichts getan. Lasst mich doch einfach in Frieden. Bro, komm, gehen wir. Lassen wir den Ball links liegen. Ja, Bro, nehmen wir unseren Ball und schleichen uns. Ciao. So ein schlimmer Tag. Ich möchte doch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Schauen wir mal, funktioniert eigentlich mein Handy noch? Ja, es funktioniert noch. Oh, zum Glück, wenigstens mein Handy ist nicht kaputt. Schauen wir mal. Oh, ja, Musik funktioniert auch noch. Oh, die Musik ist so schön. Ich habe so Lust zu tanzen. Da, 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 da. Ich liebe Eiscreme. Oh, was ist denn das für eine Musik? Oh, das ist doch... Da muss ich jetzt mal nachschauen, was das für eine Musik ist. Oh, ein Mädchen. Sie tanzt, nur mit einem Bein. Hallo Mädchen, du kannst aber schön tanzen. Ich bin richtig begeistert. Oh, tut mir leid. Schnell das Handy wegräumen. Es tut mir leid, ich gehe auch schon. Bitte verzeihen Sie die Störung. Nein, bitte hör auf. Ich wollte nur fragen, wo du zum Ballettunterricht gehst, weil du kannst dich sehr gut bewegen. Nein, ich bin keine Ballerina mehr, denn ich habe mein Bein verloren und Frau Kackschuh, meine Ballettlehrerin, hat gesagt, ich kann nie wieder mehr tanzen. Was redet deine Ballettlehrerin denn? Du hast ja toll getanzt. Nein, das stimmt nicht. Du kannst weiter tanzen. Danke, dass Sie mich aufmuntern wollen, aber ich glaube wirklich nicht, dass ich tanzen kann. Jedenfalls nicht mehr professionell. Kopf hoch, Kleine. Ich meine, schau dich an, wie schön du getanzt hast. Ich war richtig verzaubert von deinem Tanzen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass du weiter tanzen kannst. Was? Glauben Sie das wirklich? Ja, natürlich. Ich habe früher professionell Ballett getanzt, bevor ich mich an meinem Bein verletzt habe. Und ich habe ein kleines Studio. Wenn du willst, kann ich dich unterrichten. Oh, ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Mein Name ist Fräulein Blümchen. Und wenn du willst, kann ich dich gerne trainieren. Was ist das Ihr Ernst? Sie möchten, dass ich Ihre Schülerin werde? Schau, geh mal zu deinen Eltern, frag sie, ob das in Ordnung ist, dann könnt ihr in mein Studio vorbeikommen, es euch anschauen und dann kannst du eigentlich schon mit dem Training beginnen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ja, lieben gerne. Vielen Dank, ich werde meine Eltern fragen. Na, das freut mich. Hier, schau, da ist ein Zettel. Und jetzt schreibe ich dir die Adresse drauf. Komm einfach morgen vorbei, so gegen 12 bis 14 Uhr, okay? Ja, natürlich. Ich muss jetzt nach Hause, sonst machen sich meine Eltern Sorgen. Vielen lieben Dank. Bis morgen dann. Auf Wiedersehen. Ich kann's nicht glauben. Vielleicht kann ich wirklich wieder tanzen. Ich bin so glücklich nach so einem schlimmen Tag. Mama, Papa, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe jemanden kennengelernt. Und diese Frau war eine ehemalige professionelle Ballerina und sie möchte mich unterrichten. Luisa, beruhig dich. Du redest zu schnell. Du hast jemanden kennengelernt, der ein Ballettstudio hat und sie will dich unterrichten? Genau. Und sie hat gesagt, ihr sollt morgen mit mir vorbeikommen, euch das Studio anschauen und wenn ihr das okay gebt, dann wird sie mich unterrichten, sogar gratis. Das ist ja ausgezeichnet, meine Liebe. Oh mein Gott. Ich wusste ja, dass alles gut wird. Siehst du, Luisa, einfach nur positiv denken. Du wirst wieder Ballett tanzen. Ihr Name ist Fräulein Blümchen und sie hat gesagt, sie war früher selber mal professionelle Ballerina und ich habe urviel Talent, hat sie gesagt. Natürlich gehen wir uns morgen das Ballettstudio anschauen. Und wie wär's, gehen wir jetzt alle essen zur Feier des Tages. Oh ja, ich habe nämlich riesigen Kohldampf. Oh ja, essen gehen. Gehen wir zu McDonald's. Ich habe so Bock auf einen McDöner. Komm, gehen wir. Ich liebe es, wenn der Tag mit einem guten Kaffee beginnt und dass ich mit meiner Familie im Wohnzimmer chille. Jalla, Ehefrau, du hast vollkommen recht. Das ist das Beste. Papa, können wir den Fernseher einschalten? Eine neue Episode von Toka Toast ist da. Oh Mann, ich freue mich auch schon auf die neue Episode. Da geht's ja um eine Ballerina. Oh. Ui, es ist schon ganz schön spät. Heute ist ja der erste Tag für Luisas neue Ballettstunde. Ich muss sie schnell holen. Oh Mann, ja, sie sollte wirklich nicht am ersten Tag zu spät kommen. Schnell, schnell. Jalla, wenn ich nicht dran denke, drängt niemand an diesem Haus dran. Okay, na gut, ich gehe sie jetzt holen. Ich liebe es, Toka Boca zu spielen. Vielleicht werde ich irgendwann mal einen YouTube-Kanal machen. Ich weiß noch nicht. Okay, wie machen wir weiter? Ah ja, das Wohnzimmer muss ich noch einrichten. Sehr schön. Endlich ist mein Haus fertig und es ist so schön. Luisa, meine Süße, es wird Zeit. Heute ist ja dein erster Unterricht in der neuen Ballettschule. Komm, komm, komm. Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät. Oh ja, stimmt. Oh, ich freue mich schon so. Diese neue Lehrerin, Frau Bella, ist wirklich nett. So, was muss ich mitnehmen? Mein Telefon und, oh, mein Ballettoutfit natürlich. So, ich nehme, ja, das Weiße. Sehr gut. Und das war's auch schon. Ich glaube, ich habe alles, Mama, oder? Ja,
Okay, komm. Wir können gehen. Ich bin bereit. Sehr gut. Wir fahren schnell mit dem Auto hin, okay, meine Süße? Gehen wir. Mama, ich habe mir was anderes überlegt. Kann ich vielleicht zu Fuß hingehen? Was, zu Fuß? Aber das dauert doch viel zu lang. Ich fahre dich einfach mit dem Auto. Nein, Mama, ich möchte auf einem eigenen Bein stehen. Und ich will nicht immer angewiesen sein auf Hilfe von anderen. Bitte. Natürlich, meine Liebe. Und wenn was ist, rufst du mich einfach an. Klar, Mama, mache ich. Danke. Tschüss. Hey, Luisa, nächstes Mal machst du bitte die Tür zu. Dieses Kind. Ach, es freut mich, sie wieder so glücklich zu sehen. Guten Morgen, Frau Blümchen. Ich bin bereit für den ersten Unterricht und ich bin schon richtig aufgeregt. Das freut mich. Diese Energie will ich sehen im Ballettunterricht. Komm, zieh dich um, da fangen wir an. Ja, natürlich. Ich habe alles mitgenommen, was fürs Ballett braucht. Ein Snack, Getränke, mein Outfit. Okay, dann ziehe ich mich schnell um. So, das Ballett-Outfit, mein altes Outfit rein, zumachen und ich stelle das hinten einfach in die Ecke. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und mein Krückstock auch. Sehr gut. Also, ich bin bereit. Fangen wir an. Wir fangen mal mit den Klassiken an, okay? Wir machen einfach mal für den Anfang ein paar Pirouette. Pirouette, Spaghetti, Kalette. Pirouette, Spaghetti, Kalette. Sehr gut machst du das, Luisa. Ach, du bist wirklich ein Naturtalent. Und schau, dein Bein, das stört dich überhaupt nicht. Okay, machen wir weiter. Jetzt machen wir ein Fondue. Okay, fertig für heute. Ich selber bin schon richtig aus der Puste. Was? Die Stunde ist schon vorbei? Ach, ich könnte noch stundenlang weiter tanzen. Ich bin so glücklich. Ach, es ist so schön, wieder tanzen zu können und wieder den Mut zu haben, zu tanzen. Ach, so schön. Tata. Wow, Luisa, das war toll. Ich sagte dir ja, du kannst tanzen. Und dass du kein Bein hast, das ist vollkommen egal. Schau dich doch an. Vielen Dank. Ich habe einfach nur jemanden gebraucht, der das zu mir sagt. Vielen, vielen Dank, Frau Blümchen. In 2 Wochen gibt es ein Casting für die bekannteste und beste Ballettschule der Welt. Die ganzen Top-Ballerinas kommen aus dieser Schule und sie machen hier ein Casting und ich will, dass du vortanzt. Aber ich habe doch keine Chance. Die nehmen sicher nicht eine Ballerina mit nur einem Bein. Wir werden sehr viel trainieren. Und wenn sie dich tanzen sehen, werden sie vergessen, dass du nur ein Bein hast. Glauben Sie das wirklich? Glauben Sie wirklich, dass ich eine Chance habe? Das glaube ich wirklich. Aber wie wäre es? Besprechen wir das doch weiter beim Essen. Oh ja, ich habe schon richtig einen Kohldampf. Und keine Sorge, ich lade dich ein. Geben wir einfach einen süßen Kaffee und essen ein Croissant. Oh ja, lecker. Wie wär's mit diesem Kaffee? Oh ja, das schaut richtig nett aus. Oh, schau dir mal diese ganzen Kuchen an. Oh, ich würde am liebsten von jedem eines haben. Aber nein, das wäre nicht gesund. Willkommen im französischen Restaurant Le Caca. Guten Tag, ich hätte gerne eine heiße Schokolade und einen Kirschkuchen. Und für mich bitte einen Apfelstrudel und einen Cappuccino, bitte. Oh, ein Apfelstrudel wäre auch lecker. Nein, ich bleib beim Kirschkuchen. Also ich wiederhole, ein Kirschkuchen und eine heiße Schokolade und für Sie ein Cappuccino und ein Apfelstrudel. Kommt sofort, Sie können schon mal Platz nehmen. Ha, wir können es kaum erwarten. Vielen lieben Dank. Komm, gehen wir, suchen wir uns einen Platz. Wo willst du eigentlich sitzen? Sollen wir am Fenster sitzen oder draußen? Oh nein, schau mal, da ist eine Couch. Oh, da ja, da sitzt es sich sicher gemütlich. Ich muss nur schnell meinen Stock weggeben, meinen Krückstock, weil mit dem zu sitzen ist nicht so bequem. Ich lege ihn kurz auf den Boden. Oh, schau mal, unser Essen kommt. Oh, das schaut so lecker aus. Ich kann es kaum erwarten. So, die Kuchen sind schon mal fertig. Einmal den Apfelstrudel für die junge Lady. Ich habe auch einen Löffel Vanilleeis dazu gegeben. Somit schmeckt es viel besser. Und den Kirschkuchen mit ein bisschen Sahne für die junge Lady. Wollen Sie dann ein Stück von meinem Kuchen auch probieren? Oh ja, unbedingt. Aber du musst dann auch was von meinem Kuchen probieren. Ja, das werden wir machen. Oh, schauen Sie, Getränke kommen schon. Die Getränke sind fertig. Einmal die heiße Schokolade für die junge Lady und einmal die heiße Schokolade für die kleine Prinzessin. Na gut, dann kann ich nur noch sagen, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Das werden wir, vielen Dank. Oh, ich habe schon richtigen Kohldampf. Los, fangen wir an zu essen. Guten Appetit, Luisa, fang du an. Guten Appetit. So lecker. Boah. Wow, mein Apfelstrudel ist auch köstlich, unglaublich gut. Man merkt richtig, dass das selbst gebacken ist. Also Luisa, was hältst du von meiner Idee mit dem Casting? Ich habe auf dem Herweg ein bisschen nachgedacht. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin für sowas. Und die Kinder sind, sie wissen nicht, wie gemein sie zu mir sind, nur weil ich ein Bein habe. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Bella, lass mich dir eine kleine Geschichte erzählen, okay? Also, es war einmal ein kleines Mädchen, die einen Traum hatte.
Also was sagen Sie dazu? Ich putze für Ihr Ballettstudio gratis, dafür unterrichten Sie meine Tochter. Ja, das klingt fair. Obwohl, mit Asthma eine Ballerina zu werden, das wird wohl nichts. Mama, danke. Ich werde jetzt wirklich eine Ballerina. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das weiß ich, meine Süße. Hab einfach Spaß beim Tanzen. Und ich glaube an dich. So, Mama muss jetzt putzen, okay? Ja, ich möchte bitte alles blitzeblank sehen. Liebe Kinder, ich möchte euch eine neue Ballettschülerin vorstellen. Und zwar, das ist die kleine Blümchen Bella. Und sie wird ab heute im Ballettstudio mittanzen. Ihre Mutter ist die Putzfrau und ja, habt Spaß. Ew, deine Mama putzt die Klos? Ja, weil wir haben halt leider gar kein Geld. Ja, wenn man kein Geld hat, dann sollte man auch nicht in Ballettunterricht gehen. Oh. Schaut mal, sie hat nicht mal ein Ballettoutfit an, sondern ein Lätzchen und was sind das für braune Flecken? Ist das Kaka? Wir können uns kein Ballettoutfit leisten. Ich kann doch einfach in meinen Klamotten tanzen. Oh, schaut mal, sie hat ein Asthma-Spray. Hast du etwa Asthma? Los, hey, nimm du sie. Nein, nimm hey, du hör sie. Auf, ich... Oh nein, ich habe einen Asthma-Anfall. Schau mal, wie rot ihr Kopf ist, wie eine Tomate. Hey, gib mir den Spray, den möchte ich haben. Hey, mein Spray, das ist lebensgefährlich, wenn ich einen Anfall habe und mein Spray Nein. nicht habe. Gib ihn mir. Geh weg. Ah. So ein Loser. Mädchen, schnell zurück auf eure Plätze. Die Ballettlehrerin kommt. Schnell, schnell. Und habt ihr euch schon aufgewärmt? Wir fangen jetzt nämlich an. Miss Blümchen, warum hast du dich noch nicht aufgewärmt? Und warum übst du nicht so brav wie die anderen Mädchen? Ja, also die Mädchen waren ziemlich... Ich möchte keine Ausreden hören. Es ist mir egal. Und bitte lass den Müll nicht hier am Boden rumliegen. Jemand könnte ausrutschen und sich verletzen. Ich muss mit deiner Mutter reden. So geht das nicht. Hier, nimm dein komisches, keine Ahnung, Hustenspray, Nasenspray oder was auch immer das ist. Es ist mir egal. Ich hasse arme Menschen. Na gut, fangen wir an mit dem Ballettunterricht. Baguette, Löwlet. Das kann ich nicht. Doch, ich werde es diesem Mädchen zeigen. Ich kann, was sie können. Okay. Du kannst das sicher nicht. Komm, zeig uns doch vor, wie du das kannst. Los, trau dich. Mir reicht es. Ich lass mich doch nicht von denen veräppeln. Ich werde es denen zeigen. Ich bin genauso gut wie die. Ich habe mehr Talent als sie in ihren kleinen Zeh. Löwlet, Baguette. Hey, das ist ja ureinfach. Löwlet, Baguette. Das ist nicht besonders schwer. Könnt ihr sonst nichts anderes? Das arme Mädchen konnte ja auch gut tanzen. Aber das ist doch ihr erster Tag. Wieso kann sie das? Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hat geschummelt. Miss Blümchen, Sie können ja ausgezeichnet tanzen. Oh, bitte, ich will Sie unterrichten. Sie dürfen mich unterrichten, aber nur, wenn meine Mama bezahlt wird für ihre Arbeit. Natürlich, ich zahle dir die Ausbildung, ich zahle deiner Mama Gehalt. Du wirst mal reich und berühmt und dann bekomme ich einen Anteil von deinem Vermögen. Ja, wir machen das sofort, okay? Und Sie konnten trotzdem Ballett tanzen, trotz den Asthmas? Und was ist dann passiert? Ich bin dann auf diese bekannte Ballett-Universität gegangen und dann wurde ich berühmt. Und nach der Universität, was ist dann passiert? Ich möchte alles von Ihrem Leben erfahren, das ist so interessant. Ich habe dann bekannte Aufführungen gemacht und ich war sogar teilweise sehr bekannt. Aber dann habe ich leider meinen Fuß verletzt und jetzt kann ich nicht mehr tanzen. Ich mache das nur noch zum Spaß. Das klingt so aufregend. Oh. Ich würde am liebsten Ihre ganze Lebensgeschichte erfahren. Ja, können wir machen, aber wir sollten anfangen zu essen, sonst wird es noch kalt. Oh ja, guten Appetit. So lecker. Boah. Köstlich. Unglaublich gut. Und jetzt noch ein Schluck. Ich liebe Kakao. Cappuccino. Ich liebe einfach Essen. Oh, das war so lustig, diese Geschichte. Oh, Jenna, ich habe leider mein Geld vergessen. Magst du mir bitte was kaufen? Was? Ich soll euch was kaufen? Ja, bitte. Wir haben so Kohldampf und wir haben kein Geld mit. Oh Mann, das ist mein letztes Taschengeld. Aber ich schau, was ich damit kaufen kann. Ich habe halt wirklich nicht viel Geld mit. Hey, Emma, schau mal, wer da ist. Wenn das nicht unsere Lieblingskrüppelballerina ist. Oh, na wirklich. Stelzen, Luisa. Was machst du denn hier? Oh nein, Emily und Emma sind hier. Das sind die, die mich immer veräppeln. Nein. Ja, ihr seid aber unhöfliche Mädchen. Wieso seid ihr so gemein zu Luisa? Wer ist denn diese alte Schabracke? Ist das deine Oma, Luisa? Hast du etwa keine Freunde? Ja, musst du dann mit deiner Oma essen gehen. Haha, Loser. Nein, sie ist nicht meine Oma.
Sie ist nämlich meine neue... Ach, Papalapap, ist mir doch egal. Dein Kuchen schaut lecker aus. Du hast wohl nichts dagegen, weil ich... Hey, das war mein Kuchen. Ich habe nur zwei Bisse davon gemacht. Was fällt euch ein? Was seid ihr für unhöfliche Mädchen, ganz ehrlich? Tö, Oma, was willst du denn? Wir sind bekannte Ballerinas und wir können uns alles erlauben. Wenn man so gut ist wie wir, können wir uns alles erlauben. Also halt den Rand, Oma. So spricht man doch nicht mit anderen Menschen. Was ist mit euch los? Also ganz ehrlich, wenn ich eure Eltern wäre, würde ich euch jetzt kräftig den Hintern versohlen. Das könnt ihr mir glauben. Na, wenn du unsere Mama wärst, dann wären wir sicher schon 100 Jahre alt. Weil du bist so alt, Oma. Du würdest uns den Hintern versohlen. Komm, Frau Blümchen, gehen wir einfach. Ich möchte hier nicht mehr sein. Ich nehme schnell meine Krücke und dann können wir gehen. Emily und Emma, sie sind so gemein. Nein, wir müssen nicht gehen, nur wegen diesen zwei Mädchen. Ja, ja, Luisa, versuch mal wieder davon zu laufen. Oh, sorry, kannst du ja nicht. Davon humpeln. Ich habe leider mit meinem letzten Geld nur zwei Zimtschnecken kaufen können. Ich muss ja keine essen. Wir müssen jetzt los. Ich habe keinen Hunger mehr, Jenna. Wirf die Zimtschnecken in den Müll. Komm, gehen wir, Emily. Hey, Mädchen, wartet auf mich, wartet. Ich entschuldige mich für meine ehemaligen Freundinnen. Sie sind echt gemein. Nein, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ihre Eltern müssen sich entschuldigen für diese grauenhafte Erziehung. Können wir bitte gehen? Oh, ja, natürlich. Lass mich noch schnell bezahlen und dann können wir gehen, okay? Wieso machen das Emily und Emma? Und das auch noch von meiner neuen Lehrerin? Sie wird sicher denken, ich bin so ein Loser. Oh, ich weiß nicht, ich kann bei dieser Aufführung doch nicht mitmachen. Ich habe doch keine Chance. Was soll ich nur tun? Guten Morgen. Wie schön die Sonne strahlt. Na, heute wird mal ein schöner, warmer Tag. Okay, ich muss mich ready machen für die Schule. Und danach geht's wieder zum Ballettunterricht. Ach, meine alten Vokale. Wie viele Wettbewerbe ich früher gewonnen habe. Naja, egal. Ich weiß immer noch nicht, ob ich bei diesem Casting mitmachen soll. Was sagt ihr? Es gibt so ein Casting für eine berühmte Schule und soll ich da mitmachen? Als einbeinige Ballerina. Ich meine, es wäre schon cool, in dieser Schule aufgenommen zu werden. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das auch schaffe. Ich meine, werden sie eine einbeinige Ballerina aufnehmen? Ich weiß es nicht. Egal, denkt nicht mehr drüber nach. So, noch schnell Pipi machen. Fertig. Und ins Klo damit. Ich bin ready. Nur noch schnell umziehen und dann bin ich bereit für den Tag. So, was werde ich heute wohl anziehen? Als erstmal mein Band. Und ja, das ist ein cooles Outfit. Das nehme ich. Gefällt euch das Outfit? Schreibt mir das in die Kommentare. Das ist übrigens mein Lieblingsoutfit in Tokaboka. Ich meine, in meiner Welt. Okay. Und fertig für die Schule. Gehen wir. Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. Guten Morgen, Annie. Guten Morgen, Wednesday. Wie geht es euch? Guten Morgen, Luisa. Wie geht es dir? Ach, ganz gut. Ich bin ein bisschen nachdenklich. Aber sonst geht es mir eigentlich wieder besser. Luisa, hast du schon die tollen Neuigkeiten gehört? Diese bekannte Ballettschule kommt in unsere Stadt und sie machen hier ein Casting. Sie suchen nämlich neue Schüler. Ja, davon habe ich schon gehört. Meine Ballettlehrerin hat vorgeschlagen, dass ich mich auch bewerbe. Warte, du tanzt, Luisa, mit einem Bein? Ach so, ja. Ich nehme Privatstunden nur zum Spaß und meine Ballettlehrerin sagt, ich bin eigentlich fast so gut wie vorher. Und du wirst dich wirklich für diese Ballettschule bewerben? Ich meine, nein, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich zum Casting hingehe oder nicht. Was sagt ihr? Was ist das für eine Frage? Du musst dich bewerben. Ja, du musst das unbedingt ausprobieren. Im schlimmsten Fall nehmen sie dich nicht, aber wenigstens hast du es versucht. Was? Ihr sagt auch, ich soll mich dafür bewerben? Na klar, was hast du denn zu verlieren? Mach es. Okay, ihr habt mich überredet. Ich mache es, aber nur, wenn ihr euch auch bewerbt, okay? Na klar, das machen wir. Freunde halten zusammen. Okay, abgemacht. Ich muss jetzt in die Klasse. Tschüss. Wednesday und Annie sind so nette Mädchen. Sie haben mich richtig aufgeheitert und ich glaube, ich mache wirklich beim Casting mit. Soll ich? Oh, ich weiß nicht. Hey, was fällt dir ein, dich neben mich zu setzen? Geh weg, du einbeiniges Monster. Oh nein, ich war so in Gedanken versunken, dass ich gar nicht gemerkt habe, wo ich mich hingesetzt habe. Du kannst hier nicht sitzen. Hier sitzen nur coole Girls, so wie wir. Und jetzt verschwinde. Sitz am Boden oder auf dem Klo oder auf dem Mistkübel. Keine Sorge, das war schon nicht mit Absicht. Ich will schon nicht neben dir sitzen. Was redest du? Jeder will neben mir sitzen. Jeder will ein bisschen was von meiner
Coolheit abhaben. Das stimmt nicht. Naja, egal. Dann setze ich mich halt hinten in die letzte Reihe. Ist mir eh lieber. Hier hast du es gegeben. Die zwei machen sich ja auch beim Casting mit. Die werden sich sicher über mich lustig machen, wenn sie mich dort sehen. Und dann vor jedem. Für einen Moment dachte ich, dass ich wirklich bei diesem Casting mitmachen werde. Aber ich kann nicht mitmachen. Wenn Emily und Emma dort sind, werden sie sich über mich lustig machen und dann wird mich einfach jeder auslachen, der bei diesem Casting ist. Was soll ich nur tun? Endlich Mittagspause. Hey Luisa, hast du schon das Neueste gehört? Diese bekannte Ballettschule kommt in die Stadt und ich werde mitmachen und sie werden mich nehmen und nur mich, weil ich die Beste bin. Ja, ich habe von dem Casting schon gehört, das ist nichts Neues. Und wie fühlt es sich an, nicht beim Casting mitmachen zu können, weil du, naja, die Stelzen-Luisa bist? Ich weiß nicht, ich werde vielleicht mitmachen beim Casting. Was? Nein, du kannst nicht mitmachen, du hast nur ein Bein, sie werden dich eh nicht nehmen. Ich will dich dort nicht sehen, ich verbiete dir beim Casting mitzumachen. Hast du mich verstanden? Weißt du was? Du glaubst doch, du bist die Königin der ganzen Schule. Du bist nur ein Furzkopf. Und ich werde beim Casting mitmachen und ich werde gewinnen und sie werden mich nehmen und dich nicht. Und das ist ein Versprechen. Aber seit wann tanzt du wieder Ballett? Hä? Sie ist so selbstbewusst. Kann das sein, dass sie wirklich wieder so gut ist wie damals? Ist etwa die alte Luisa wieder da? Die Ballettkönigin? Luisa, stimmt das wirklich? Machst du wirklich beim Casting mit? Dass ich nicht lache. Du und gewinnen. Ich weiß nicht, was ich mir für Sorgen mache. Das ist ja fast so, als ob ich gegen einen Holzbalken antreten würde. Das wirst du schon sehen. Apropos, kennst du das Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten? Realitätscheck, Luisa. Du hast nur ein Bein. Du hast keine Chance. Meine Trainerin hat dich tanzen gesehen. Sie hat gesagt, ich habe mit meinem linken Zeh mehr Talent wie du mit deinem ganzen Körper. Also tschüss. Eine Trainerin. Wer ist ihre Trainerin? Die obdachlose Oma? Ich will wissen, wer ihre Trainerin ist. Luisa ist mir zu selbstbewusst. Das stört mich. Aber ist doch egal. Können wir nicht einfach alle beim Casting mitmachen? Halt den Rand, Jenna, und lass mich nachdenken. Was können wir tun? Wir müssen schauen, wo sie trainiert. Ich will das jetzt wissen. Na gut, tschüss Mädels, ich muss heute wieder trainieren gehen. Ich habe nämlich jeden Tag Ballettunterricht, weil ich mich vorbereite für das Casting. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ballettunterricht. Oh, wir müssen uns auch beeilen, sonst kommen wir auch zu spät zum Training. Na gut dann Mädels, dann tschüss. Schnell hinterher. Ich muss schnell die U-Bahn erwischen, schnell, schnell, schnell. Schnell hinterher. Ah, sie steht noch, sehr gut. Ah, erwischt. Wo ist sie hin? Ah, hier ist sie, in diese U-Bahn eingestiegen. Schnell einsteigen. Ganz vorsichtig, verstecken wir uns am Klo. Kommt's, Mädels. Okay, okay, okay. Ich fühle mich sehr unwohl, der Luisa nachzuschleichen. Können wir bitte nach Hause? Nein, Jenna. Und jetzt Tür zu und leise sein. Au, Emily, das war mein Fuß. Hört auf, euch zu bewegen. Seid leise. Das habe ich gebraucht. Diesen Ansporn habe ich gebraucht, um beim Casting mitzumachen. Ach, der Emily werde ich zeigen. Sie wird es bereuen, dass sie so gemein zu mir war. So, wann muss ich aussteigen? Oh, die Station, es ist schon da. Ich muss ja nur eine Station fahren. Für was habe ich mich überhaupt hingesetzt? Ach so, ja, wegen meinem Bein. Endstation, bitte alle aussteigen. Ah, hier muss ich raus, sehr gut. Oh, schnell raus hier. Ah, sie hat uns nicht bemerkt. Was für eine blinde Kuh. Los, gehen wir, schnell. Da, 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 da. Ah, endlich bin ich da. Schönen Tag, Frau Blümchen. Wie geht es Ihnen? Luisa, was machst du denn hier heute? Hast du eigentlich einen freien Tag? Nein, ich will jeden Tag trainieren, bis zum Casting. Ich werde mich bewerben und sie werden mich aufnehmen. Können wir anfangen mit dem Training? Dieser blöden Emily werde ich's zeigen. Sie wird es büßen, dass sie sich über mich lustig gemacht hat. Na, das nenne ich mal eine Motivation. Gut, wie du willst. Fangen wir an. Ich möchte mir einen speziellen Tanz für das Casting überlegen. Etwas, was noch nie jemand gemacht hat. Okay, können Sie mir helfen? Ich als ehemalige Profiballerina, ich bin genau die richtige Person dafür. Los, fangen wir an. Sie ist da reingegangen. Was ist das? Ein verlassenes Studio. Aber warte mal. Hä? Diese Person, das ist ihre Lehrerin? Das ist doch die Oma von damals. Oh, Luisa tanzt ihr wieder. Oh, das ist schön für sie. Nein, Jenna, das ist nicht schön. Denn wenn sie einen Platz bekommt, werden wir keinen Platz bekommen. So viel ich weiß, gibt es nur 3 Plätze noch in dieser Schule. Und wenn sie eins bekommt, wer glaubst du von uns wird keines bekommen, Jenna? Du. Was? Wirklich nur 3 Plätze? Und ich nehme mal an, du willst auch beim Casting mitmachen, also solltest du dich lieber freuen darum. Ich möchte sehen, was sie macht. Was für einen Tanz üben sie? Also das ist der Plan. Glaubst du, schaffst du es, diese Routine auszuführen? Los, probier. Ja, das schaffe ich. Ich habe jetzt lang genug geübt. Und zwar und so und dann nochmal ein Salto und eine Pirouette und eine Baguette und eine Spaghetti und nochmal so und links und rechts und fertig.
Was? Wie kann sie nur so gut sein? Luisa hat nicht gelogen. Aber sie hat nur ein Bein. Wie ist das möglich? Naja, wir müssen dann halt was dagegen tun. Ja, wir müssen uns was überlegen. Und ich weiß auch genau, was wir tun müssen. Also kommt her, Leute. Ich flüsse euch das ins Ohr. Kommt schon. Also. Und dann machen wir... Und dann hat sie keine Chance. Oh, dein Plan ist so gemein. Ich liebe es. Was? Wollt ihr das wirklich tun? Na klar, ihr wird das dann so peinlich sein. Und alle werden glauben, sie ist ein Freak. Und dann wird sie hundertprozentig nicht aufgenommen. Ach, ich bin einfach so gescheit. Und ich werde so lachen dann. Der war echt gut. Los gehen wir. Oh Mann. Was soll ich nur tun? Dieser Plan, der ist so gemein. Das kann ich doch nicht zulassen. Aber ich traue mich nicht, es der Luisa zu sagen. Was ist, wenn Emily dann böse wird und mich sabotieren will? Oh nein. Das war ausgezeichnet. Also wirklich. Aber das nur dank ihrer Hilfe. Nein, das ist ganz und ganz dein Talent. Glauben Sie, dass ich wirklich eine Chance habe beim Casting? Wenn du so tanzt wie heute, dann hast du eine Chance und zwar 100%. Wir sind jetzt fertig für heute. Denn du musst dich auch ein bisschen ausruhen, Luisa, okay? Ja, Frau Lehrerin, ich weiß, Erholung ist genauso wichtig wie Training selber. So, ich ziehe mich noch schnell um und dann mache ich mich auch schon auf den Weg nach Hause. Vielen lieben Dank nochmal für alles. Wir sehen uns morgen. Ja, bis morgen. Tschüss, meine Süße. Ja, tschüss. Mama, Mama, wach auf. Heute ist das Casting. Mama. Luisa, was ist denn in dich gefahren? Es ist so früh am Morgen. Heute ist das Casting. Hast du das etwa schon vergessen? Luisa, beruhig dich doch. Ja, ja, ich hab's nicht vergessen. Wir haben noch Zeit. Aber ich möchte früh genug dort sein, damit ich die Erste bin, die ansteht. Okay, okay, wie du willst. Ich zieh mich schnell an. Ach, dieses Kind. Okay. Das Erste, was ich mache, ist natürlich mein Gewand anziehen. Ich nehme dieses Outfit, das zurück und meine Spangen. Sehr gut. Okay, Luisa, ich bin fertig. Wir können fahren. Ich drück dir die Daumen, Luisa. Viel Glück. Danke, Papa. Okay, gehen wir. Ja. Komm schon, meine Süße. Ich muss nur schnell meine Autoschlüssel nehmen und meinen Führerschein. Okay, Mama, komm, gehen wir. Ja, gehen wir, komm. Wo schnell die Tür aufsperren? Ich gehe derweil zum Auto. Ach, ich freue mich so, dass sie wieder so viel Energie hat. Schnell die Tür zusperren und ab ins Auto. Und hier bin ich auch schon im Auto. Ah, sehr brav, Luisa. Du hast dich schon angeschnallt. Natürlich, anschnallen im Auto ist wichtig. Na gut, dann kann dir die Reise losgehen. Das Auto starten, das weglegen. Ich muss schnell schauen, ob jemand von hinten kommt. Nein, die Bahn ist frei. Ach, Luisa, ich bin so stolz auf dich, dass du beim Casting mitmachst. Ich weiß, es hat sehr viel Überwindung gekostet, aber es wird sich auszahlen, glaube mir. Ja, Mama, mit der richtigen Motivation schafft man alles. Danke, dass du mich fährst. Oh, schau mal, wir sind gleich da. Ja, stimmt. Oh, und schau mal, das ist doch gleich deine Trainerin. Ich lass dich einfach hier raus. Ich hol dich dann ab, okay, meine Süße? Tschüss, Mama. Danke, bis später. Helikopter, Helikopter. Wo ist denn meine Trainerin? Oh, hier ist ja Frau Blümchen. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich bin mitgekommen, um dir die Daumen zu drücken. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank, aber ich habe sehr hart trainiert. Ich brauche kein Glück. Ich werde das schon gut hinbekommen. Dank Ihrer Hilfe natürlich, Frau Blümchen. Du hast so hart trainiert. Das schaffst du zu 100%. Stehen da viele Leute an? Naja, es ist wohl die bekannteste und beste Ballettschule auf der ganzen Welt. Natürlich wollen da Leute mitmachen, aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Du hast genauso eine Chance wie alle anderen. Oh, danke schön, Frau Blümchen. Ich werde mein Bestes geben, versprochen. Na gut, ich werde schon mal reingehen. Also, viel Glück. Oh, Luisa, du bist ja wirklich gekommen. Oh, Jenna, du nimmst ja auch beim Casting teil. Oh, das wird sicher lustig. Ich freue mich schon. Ah, du bist ja wirklich gekommen. Das ist ekelhaft, dass du versuchst, Ballett zu tanzen mit nur einem Bein. Du hast natürlich keine Chance. Oh doch, ich habe eine Chance. Ich tanze genauso gut wie ihr. Und wir haben alle dieselbe Chance. Ach, dass ich nicht lache. Du einbeiniger Piratenballerina, du... Ich werde es ihr beweisen. Ich werde es mir selbst beweisen. Ich werde es einfach jedem beweisen. Oh, okay, wir sind noch nicht zu spät. Oh, zum Glück. Oh, hallo Enid. Hallo Wednesday. Ihr seid ja auch hier. Ja klar, das lassen wir uns doch nicht entgehen. Und wir wollen es selbst probieren. Wir haben auch nämlich sehr hart trainiert. Und wir wollen es einfach probieren. Ihr schafft das sicher. Ihr werdet das sicher toll machen. Hallo ihr Lieben. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das Casting beginnt in Kürze. Wir werden euch in Vierergruppen
aufteilen, okay? Das heißt, ihr vier hier fangt mal an. Also du und du. Ihr könnt schon mal reingehen. Und dann, wenn sie ready sind, dürfen dann die Nächsten rein. Oh, super, wir sind die Ersten. Gut, und die nächste Gruppe werden sein die Rothaarige, die Schwarzhaarige, die andere Schwarzhaarige und du, Blondie. Was? Nein, nicht mit Emily und Emma in einer Gruppe. Verzeihung, könnte ich nicht mit den anderen zwei hier in einer Gruppe sein? Nein, hier gibt es keine extra Wünsche. Du bleibst in dieser Gruppe, wo ich dich eingeteilt habe. Und aus. Okay, Entschuldigung, ich dachte nur, Fragen kostet nichts. Oh doch, bei mir kostet Fragen 5 Euro. Du schuldest mir jetzt 5 Euro, nur damit du es weißt. Ich rufe euch dann, wenn die letzte Gruppe ready ist. Oh, das ist so gut, dass wir mit der Luisa in einer Gruppe sind, denn dann habe ich meine Chance verdoppelt. Ja, genau, neben so einem holzbeinigen Trampeltier wirken wir dann wie Gazellen, so elegant. Ab jetzt ignoriere ich sie. Ich werde sie einfach komplett ausschalten, ausblenden. Sie sind nicht hier für mich. Hey, wir haben dich beleidigt. Sag gefälligst etwas zurück. Los! Oh, ich kann nichts hören. Was ist das? Hat jemand gefurzt? Ich höre nur Blähungen. Ach, das war wohl nichts. Hey, wir sind keine Blähungen. Oh, Luisa ignoriert uns einfach. So, die nächsten vier, seid dran. Ihr könnt schon mal reingehen und warten. Los, geht's. Oh, wir sind dran. Ich bin so nervös. Sie macht echt beim Casting mit, obwohl sie nur ein Bein hat. Und es ist perfekt, dass Luisa in unserer Gruppe ist. Willst du den Plan wirklich durchziehen? Ist das nicht so gemein? Nein, sie hat es verdient. Los, gehen wir. Schau mal diese große Halle an. Wow. Guten Tag, liebe Kinder. Ich werde euch jetzt anmelden. Also, wie ist denn der Name, Süße? Oh, schönen Tag. Mein Name ist Luisa. Hallo, Luisa. Und die nächste, bitte. Was? Sie kennen meinen Namen noch nicht? Mein Name ist Emily. Ich bin nämlich die beste Balletttänzerin in dieser ganzen Stadt. Und ich werde sicher hier in dieser Schule dann aufgenommen. Oh Mann, noch so eine. Okay, und die nächste, bitte. Ja, mein Name ist Emma. Und ich bin genauso wie Sie die zweitbeste Balletttänzerin in dieser ganzen Stadt. Naja, sehr. Selbstbewusstsein ist ja nicht schlecht, aber das nennt sich ja schon delusional. Guten Tag, mein Name ist Jenna. Sehr gut, ich habe eure Namen schon mal notiert. So wie es ausschaut, ist die erste Gruppe immer noch beim Tanzen. Aber wenn sie dann fertig ist, dann hole ich euch, okay? Oh, vielen Dank, ich muss mich noch schnell umziehen. Habt ihr vielleicht irgendwo eine Umkleidekabine? Achso, überhaupt kein Problem. Wir haben genau für das Umkleidekabinen. Du musst einfach nur hier runter und um die Ecke gehen, okay, meine Süße? Und beeil dich, weil ich glaube, ihr seid bald dran. Ja, ich werde mich beeilen. Dankeschön. Und ihr wartet hier bitte. Ich bin gleich wieder zurück. Ah, ich werde gerufen. Na gut, bis später. Tschüss. Schnell, jetzt ist die Chance. Wir müssen Luisa hinterher. Mein Plan ist so gemein und so perfekt dafür. Kommt's, Leute. Emily, willst du das wirklich machen? Ich bitte dich. Mach es nicht, bitte. Ach, Jenna, bitte. Luisa verdient das. Sie war urgemein immer zu dir. Was? Luisa? Nein, das... Papalapap, ich habe keinen Kopf dafür. Los, gehen wir. Sie hat gesagt, links. Ah, hier bin ich ja schon. Ah, sehr gut, das ist wirklich die Umkleide. So, ich hänge mal mein Kleid auf und gebe meine Tasche zur Seite. Oh, jetzt fällt mir gerade auf. Oh, mein Magen. Ich bin so nervös. Ich muss schnell aufs Klo. Ui. Kommt, Leute, sie ist weg. Boah, hat sie gefurzt. Puh, hier stinkt's. Okay, Emma, Jenna, ihr schaut, ob Luisa kommt und ich kümmere mich derweil um ihr Outfit. Ich liebe es. Oh, ist das nicht ein schönes weißes Outfit? So rein und so wundervoll. Nicht mehr lange. Hier ein bisschen weg und dort. Ah, das schaut doch viel besser so aus. Und so und hier und da und dort und... Oh ja, das ist es. Das ist perfekt. Emma, Jenna, schaut euch mal Luisas Outfit an. Was, bist du etwa schon fertig? Oh, ihr Ballettoutfit. Ah, so lustig. Mit diesem Ballettoutfit wird sie sich nicht trauen, beim Casting mitzumachen. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte ihr Gesicht sehen, wenn sie das Kleid zieht. Ich finde das echt nicht in Ordnung, aber... Oh Mann, ich habe aber geholfen. Hey, wir sollten lieber gehen, bevor Luisa uns doch erwischt. Schnell die Schere hinterlassen und tschüss. Dupti-dupti-dupti-dupti-du. Ach, so. Oh, was ist das denn? Niemand hat eine Schere am Boden hingegeben. Komisch. Ich leg sie wohl weg, bevor sich noch jemand verletzt. Das war sehr unverantwortlich von dieser Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Kleid. Was ist mit meinem Kleid passiert? Wer macht denn sowas? Was frage ich überhaupt? Ich weiß, wer das macht. Das kann nur Emily gewesen sein. Was soll ich nur tun? Das war mein einziges Ballettoutfit. Ich kann sonst nicht beim Casting mitmachen. Das ist so gemein. Das war die einzige Chance. Weil nächstes Jahr bin ich zu alt und dann kann ich nicht mehr in der Schule aufgenommen werden. Das war meine letzte Chance. Und wegen Emily,
habe ich sie verloren. Ich bin fix und fertig. Danke fürs Mitmachen. Wie ist euer Name? Amira, Wednesday, Enid und alles? Und werden wir in der Schule aufgenommen? Es tut mir wirklich leid. Ihr wart zwar alle eigentlich relativ gut, aber wir suchen diese außergewöhnliche Person, die so magisch tanzt, versteht ihr? Aber ich habe doch mein Bestes gegeben. Ich will zu meiner Mutti. Ich wollte eigentlich eh gar nicht mitmachen. Ich habe nur mitgemacht, weil Enid es gesagt hat. Oh Mann, sorry Wednesday, dass du nur wegen mir mitgemacht hast. Komm, gehen wir. Ich kauf dir ein Eis. Wisst ihr was? Ihr seid zwei Kohlköpfe. Das waren schon die, keine Ahnung, hundertsten Leute, die wir uns angeschaut haben. Ich glaube, dass es in der Stadt niemanden gibt, der das gewisse Etwas hat, was wir suchen. Na gut, machen wir noch die letzten. Wie viele sind's noch? Ah, die letzten vier. Na gut, Mädels, die letzte Gruppe ist fertig, ihr seid dran. Also, toi, toi, toi. Wartet mal, wart ihr nicht zu viert? Wo ist denn das blonde Mädchen mit nur einem Bein? Das ist uns egal, sie ist nicht mit uns gekommen, keine Ahnung. Genau, wir sind rechtzeitig hier, also gehen wir jetzt nach vorne. Oh Mann, die arme Luisa, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Guten Tag, liebe Jury, wir sind hier zum Vortanzen. Wartet mal, ihr seid ja nur zu dritt, aber hier auf meinem Zettel steht, dass noch eine vierte Person sein sollte. Ja, die vierte Person ist, sagen wir mal, verhindert. Ich glaube nicht, dass sie heute noch kommt. Das wäre aber nicht fair, denn sie hat sich schon angemeldet. Ja, wir können ein bisschen auf sie warten, das ist kein Problem. Wir haben ja keinen Stress, oder Mädels? Was? Nein, wir sind rechtzeitig hier. Uns ist das wichtig. Wenn ihr das nicht wichtig ist, dass sie in dieser Schule aufgenommen wird, dann ist das ihr Problem. Ich will, dass wir anfangen mit dem Vortanzen. Naja, irgendwie hast du wohl recht. Na gut, dann fangen wir mit dem Vortanzen an. Oh, guten Tag, Agathe, Hans-Peter, wie geht es euch? Erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin es. Bella Blümchen, eure ehemalige Schülerin. Bella, na, wie geht es dir, Bella? Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, das war echt viel zu lange her. Könntet ihr vielleicht doch auf das vierte Mädchen warten? Ich gehe sie gleich holen, sie hat nur Probleme, sich umzuziehen. Dauert wirklich nicht länger wie 2 Minuten. Ach so, ja, für 2 Minuten, das ist ja kein Problem. Na, sehr gut, dann gehe ich ihr schnell helfen und bin gleich wieder da. Verzeihen Sie, könnten Sie mir vielleicht sagen, wo die Umkleiden sind? Das ist die bekannte Ballerina Bella Blümchen. Natürlich, die Umkleiden sind gleich hier um die Ecke. Einfach geradeaus und links. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Oh. Da bist du ja, Luisa. Komm schnell, die anderen warten auf dich. Nein, ich kann nicht raus. Ich werde garantiert nicht rausgehen. Schau doch, was passiert ist. Emily und die anderen, die haben mein Outfit ruiniert. Ach, diese Mädchen, denen müsste man eine Lektion erteilen. Siehst du, deswegen, ich kann nicht raus. Ich werde nie wieder mehr tanzen. Ich wusste ja, dass diese Mädchen was vorhaben. Deswegen habe ich einen Plan B mitgenommen. Hä? Einen Plan B? Und du wusstest, was passiert? Was meinst du? Ach, das ist doch egal, aber ich habe eine Lösung für unser Problem. Was für eine Lösung denn? Hä? Hier, das da. Das ist die Lösung. Dieses Outfit. Hä? Das kenne ich doch. Das war mein Tanzoutfit, als ich noch jung war. Und jetzt ist es deins. Komm, beeil dich. Zieh dich um. Die Jury wartet nicht mehr lange. Aber dieses Outfit, das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber vor ein paar Jahren war ich, als ich noch eine bekannte Ballerina war, hier in dieser Stadt und hatte eine Aufführung. Und damals kam ein kleines Mädchen auf mich zu, die begeistert war vom Ballett. Sie zeigte mir, wie gut sie Ballett konnte und dass ich ihr Sachen beigebracht habe. Und damals merkte ich schon, dass dieses kleine Mädchen so ein riesiges Talent hatte. Und ja, dieses Mädchen von damals, das warst du, Luisa. Ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Du hast es wahrscheinlich schon vergessen, oder? Oh mein Gott, die Ballerina von damals, Bella, das warst du? Als ich dich damals im Park wiedergesehen habe beim Tanzen, wusste ich sofort, dass du dieses Mädchen warst. Irgendwas an deiner Tanzart hat mich einfach an dieses kleine Mädchen erinnert. Und ich hatte recht. Und du darfst dich echt von solchen Mädchen wie der Luisa und der Emma nicht fertig machen lassen, okay? Geh jetzt da raus und zeig der Jury, wer Boss ist. Sie haben recht. Ich darf mich nicht unterkriegen lassen. Die Liebe zum Tanzen habe ich nie verloren und das werde ich heute beweisen. Ach, dieses wunderschöne Ballett-Outfit. Ich kann nicht glauben, dass ich von meinem Idol das Ballett-Outfit anziehen darf und dass sie meine Trainerin ist. Ich glaube an dich. Du hast mehr Talent wie alle Mädchen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Du hast, ich finde, sogar mehr Talent als ich. Was, wirklich?
Das bedeutet mir so viel. Ich bin bereit. Gehen wir. Oh, schau, hier sind wir schon. Oh, junge Ladies, da sind Sie endlich. Los, die Jury wartet. Schnell, schnell, schnell. Okay, Luisa, ich drück dir die Daumen, okay? Komm, gib mir deine Krücke. Vielen Dank, Frau Blümchen. Sie sind wirklich die allerbeste. Danke, danke, danke. Nicht zu danken. Geh schon. Ich warte hier auf dich, okay? Puh, okay. Danke, ich geh schon. Okay. Ja, ich bin hier. Entschuldigung für die Verspätung. Was ist denn das für ein Ballettoutfit? Das schaut noch professioneller aus als unseres. Woher hat sie das nur? Huch, das gab es ja noch nie. Eine Balletttänzerin mit einem Bein. Na, da bin ich neugierig, wie du tanzt, meine Süße. Na gut, willst du gleich mal anfangen, meine Süße? Oh, wie immer wird sie bevorzugt. Nein, wir waren als erstes hier, also dürfen wir als erstes tanzen. Ja, okay, aber du brauchst sie nicht gleich stoßen, also... Ach, du brauchst mich nicht gleich stoßen. Ja, dann tanzt du doch als erstes. Mir ist es egal. Okay, gut. Ja, dann fange ich an. Also, oh Mann, wie geht nochmal mein Tanz? Oh Mann, ich habe meine Choreografie vergessen. So und so und dann Hüpfer und dann... au! Oh, ich habe mich gestoßen. Entschuldige, Kleine, aber du hast gesagt, du bist die Beste von euch. Oh Mann, das fängt schon mal gut an. Oh nein, ich habe mich so auf den Prank konzentriert, dass ich das Training vergessen habe. Ich habe auch den Tanz vergessen. Einfach so und so und so und so. Also ihr zwei, ihr wart so laut und unhöflich und dann könnt ihr nicht mal gut tanzen. Ich meine, egal, nächster. Das war so peinlich. Ich habe alles vergessen. Oh, das war jetzt mal nichts von Emily und Emma. Okay, ich bin dran. Und so, und noch ein Rad, und noch ein Rad, und... Los, Jenna, tanz mit mir mit, komm schon! Ich soll... Da, okay. Na, 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 na. Und so, na, na, na. Oh, du machst das super! Und so, und ja, das macht richtig Spaß! Ja, genau! Das macht Spaß! Ja, Jenna, du hast den Dreh raus! Genau! Wow, 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 wow. Ich habe noch nie so einen guten Tanz gesehen. Vor allem, dass du dich mit deiner Konkurrentin zusammengetan hast. Genau sowas suchen wir. Genau sowas brauchen wir in unserer Schule. Nein, sie dürfen sie nicht nehmen. Sie müssen nämlich wissen, Luisa und Jenna haben unseren Tanz geklaut. Ja, genau. Und jetzt, wir waren so nervös, dass wir einfach alles vergessen haben. Und hier komme ich ins Spiel. Das stimmt nicht. Ich habe die Choreografie gemacht. Und mal abgesehen davon hat Emily und Emma einfach das Kleid von unserer Luisa zerschnitten und gehofft, dass sie dadurch nicht mehr antreten kann. Sie hat sie sabotiert. Was? Ist das wahr? Nein, das kann nicht sein. So böse kann doch niemand sein, dass er so etwas tut. Doch, das stimmt. Und sie machen sich auch immer über mich lustig, weil ich nur ein Bein habe und Ballerina werden will. Aber zum Glück hat mich jemand auf diesen Plan aufmerksam gemacht. Und so konnte ich mein altes Ballettoutfit mitnehmen für Luisa. Was? Jemand hat uns verraten? Genau, jemand in diesen Raum. Na, magst du nicht weiterzählen, Jenna? Als wir Luisa verfolgt haben zu ihrem Ballettunterricht, habe ich beschlossen, die Wahrheit zu erzählen. Also vielen Dank für den tollen Ballettunterricht. Ich werde mich so auf das Casting morgen freuen. Vielen Dank nochmal. Ach, du brauchst dich überhaupt nicht bedanken. Und wie abgemacht, ich werde vor dem Casting auf dich warten. Okay, vielen Dank. Tschüss. Luisa ist so eine fleißige Ballerina. Ich bin richtig stolz auf sie. Sie wird irgendwann mal eine große, große Tänzerin. Entschuldigung. Um Himmels Willen, hast du mich erschreckt? Sie kennen mich nicht, aber ich habe etwas... Oh doch, ich habe dich schon ein paar Mal gesehen. Bist du nicht mit diesen zwei schlimmen Mädchen Emily und Emma befreundet? Also du solltest dich was schämen, mit solchen Mädchen abzuhängen und zuzuschauen, wie sie die arme Luisa mobben und nichts dagegen tun. Ja, genau deswegen bin ich ja hier. Ich kann das nicht mehr. Sie müssen nämlich wissen, Emily und Emma haben einen bösen Plan vor. Sie wollen Luisa sabotieren, sie wollen ihr Kleid zerreißen und dann kann sie nicht mehr beim Wettbewerb teilnehmen. Was, sie wollen sie sabotieren und ihr Kleid zerschneiden? Nein, nein, das geht nicht. Bitte, sie müssen dagegen etwas unternehmen. Irgendwas müssen wir doch tun. Ich verstehe dich nicht, Kleine. Wieso hängst du mit diesen zwei gemeinen Mädchen überhaupt ab? Einmal im Leben werde ich beachtet. Ich will das nicht aufgeben und sie dürfen auch nie erfahren, dass ich gepetzt habe. Von mir werden sie nichts hören, aber du solltest... Vielen Dank, ich muss jetzt dann los. Tschüss. Oh Mann, ich habe richtig Mitleid mit ihr. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss mir was überlegen. Damit wird Emily und Emma nicht durchkommen. Was, Jenna?
Du warst es? Du hast sie verraten? Ich wollte nicht, dass sie dein Leben zerstören. Es tut mir so leid, Luisa. Oh, Jenna, du miese kleine Made. Das war der Dank für das, dass wir dich aufgenommen haben? Oh, Jenna, die Sache ist noch lange nicht vorbei. Du wirst es büßen, dass du uns verpetzt hast. Ich glaube, ich höre wohl nicht recht. Was ist mit euch los? Ihr habt mit dieser Aussage quasi zugegeben, dass ihr wirklich dieses arme Mädchen gemobbt habt. Und ihr wolltet sie sabotieren. Oh Mist, wir haben wirklich alles zugegeben. Endlich bekommt ihr zwei die Strafe, die ihr verdient. Ach, das war doch alles nur Spaß. Ich hätte früher alles zugeben müssen. Es tut mir wirklich leid. Ihr seid es nicht würdig, euch Ballerina zu nennen. Ich werde dafür sorgen, dass keine einzige Ballettschule euch aufnimmt. Das ist die Strafe dafür. Und natürlich werde ich euren Eltern auch einen schönen Brief schreiben. Und jetzt verschwindet von hier. Oh nein, das ist alles Jennas Schuld. Und du, Mädchen Jenna, du solltest auch gehen. Du hast zwar das Gute zum Schluss getan, aber du hast sehr viel Leid zugelassen. Nein, bitte, Jenna, warte doch. Nein, sie haben ja recht. Du hast immer zu mir gehalten und ich nicht zu dir. Es tut mir leid, ich muss gehen. Und Luisa, herzlichen Glückwunsch. Du wirst in der Ballettschule aufgenommen. Wie bitte, was? Ich wurde trotzdem aufgenommen? Und nächstes Mal brauchst du dir keine Sorgen machen. Uns ist egal, was unsere Schüler anhaben. Wichtig ist, dass sie gut tanzen und Liebe haben zum Ballett. Und das hast du zu 100%. Deswegen wollen wir dich in unserer Schule. Oh mein Gott, Luisa, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Oh nein. Jenna, wegen dir werden wir von allen Ballettschulen geworfen. Das wirst du uns büßen. Wir werden dir das Leben zur Hölle machen in der Schule. Ich wusste doch nicht, dass sie euch gleich auf eine schwarze Liste für Ballerinas geben. Wir sind jetzt zwar keine Ballerinas mehr, aber wir sind immer noch die Könige der Schule. Und du wirst keine freie Minute mehr von uns haben. Also bis morgen, liebe Freundin. Das habe ich wohl verdient. Gott, ich habe so Angst, morgen in die Schule zu gehen. Schau mal, das ist Luisa. Also herzlichen Glückwunsch, Luisa, noch einmal. Ab nächsten Semester fängst du in unserer Ballettuniversität an. Und das hast du dir auch richtig verdient. Vielen lieben Dank. Ich kann es immer noch nicht glauben. Danke, danke, danke. Wir müssen dann los, meine Süße. Tüdelü. Ich kann es nicht glauben. Ich habe das Casting gewonnen. Wow, Luisa, du hast es wirklich geschafft. Du bist sicher die erste einbeinige Ballerina. Das ist so cool. Oh, Leute, vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, morgen das jedem der Schule zu erzählen. Emily wird sicher ausrasten vor Wut. Luisa, ich habe dich schon immer gemocht. Du warst immer die coolste in der Schule. Oh, vielen Dank, Leute, aber ich muss jetzt los. Tschüss. Das ist ganz komisch. Jetzt auf einmal mag mich jeder. Aber vorher haben sie sich doch alle über mein nur ein Bein lustig gemacht. Und Jenna, kann ich Jenna vergeben? Was sagt ihr, Leute? Soll ich Jenna noch eine Chance geben? Ich weiß es nicht. Wir sind so stolz auf dich, meine Süße. Wir können es immer noch nicht glauben, dass du in der Ballettakademie aufgenommen worden bist. Ich muss nur noch dieses Schuljahr beenden und nächstes Jahr bin ich dann schon in der Akademie. Oh Schätzchen, schau mal, wir sind jetzt bei der Schule angekommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, meine Süße. Danke. Tschüss, Papa. Tschüss, Mama. Und tschüss, kleine Schwester. Bis später. Oh, hallo, Leute. Habt ihr etwa alle auf mich gewartet? Was ist das für eine Frage, Luise? Natürlich, sowas machen Freunde. Oh, danke, Mittwoch. Ich meine Wednesday, das ist echt nett von dir. Hey, Luisa, hast du schon die neue Folge von Tokatos gesehen? Da geht's auch um eine Ballerina. Oh Mann, habe ich die Premiere schon wieder verpasst? Oh Mann. Ja, die Premiere war echt cool. Denn du musst wissen, nur coole Leute sind in der Premiere von Tokatos dabei. Und ich habe den Kanal sogar subscribed und gebe den Videos immer einen Daumen hoch. Oh Mann, ich finde das so cool, dass wir alle Tokaboka und Tokatos lieben. Ja, das bedeutet, dass wir alle gute Freunde sind. Na dann, Freunde, komm, gehen wir in die Schule rein. Wer als letztes oben ist, hat verloren. Hey, wartet, ihr müsst bis drei zählen. Amira, alles Toka, ihr habt geschummelt. Oh Mann, hätte ich mich mit Emily und Emma nicht angefreundet, wäre ich auch mit Luisa und den anderen befreundet. Aber das habe ich jetzt verdient. Ich werde jetzt immer eine Außenseiterin bleiben. Hey Jenna, du Furzkopf, her mit deiner Tasche. Komm, hol sie dir, wenn du kannst. Ha, Furzkopf. Oh nein, Klaus hat meinen Rucksack geklaut. Klaus, gib ihn mir zurück, bitte. Da sind all meine Schulsachen drinnen. Oh, Emily, Emma, was macht ihr hier mit Klaus?
Hey, Emily, meine Queen. Ich hab sie hergelockt, wie du es mir gesagt hast. Emily, hast du Klaus gesagt, dass er meinen Rucksack klauen soll? Jenna, was bist du so paranoid? Natürlich nicht. Wir sind doch Freunde, Jenna, oder? Freunde würden ja sowas nicht tun. Oh, Jenna, dein Rucksack ist so schwer. Ich stell ihn mal ab. Hier, in dem Mistkübel. Deine Sachen sind jetzt alle im Müll. Nein, meine ganzen Hausaufgaben, meine Schulsachen, bitte. Das hat Klaus sicher unabsichtlich gemacht, oder? Nein, das war mit Absicht. Und das habt ihr ihm gesagt, oder? Wie kannst du sowas überhaupt behaupten, nach dem, was du uns angetan hast? Ich hab das Richtige gemacht, einmal im Leben. Und jetzt musst du die Konsequenzen dafür tragen. Los, Klaus, halte sie. Ach, natürlich, meine Lieblings-Emma. Was habt ihr vor? Lass mich los, Klaus. Du wirst jetzt dafür bestraft, dass du uns verpetzt hast. Lass mich los. Schau, weil wir so gute Freunde sind, haben wir dir sogar Eis mitgebracht. Hier, nimm es. Haare. Ach, ihr habt mir Eis in die Haare geklebt. Boah, und jetzt bist du wirklich nicht nur die stinkende Jenna, sondern auch die klebrige Jenna. Und das ist erst der Anfang. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Das und das brauche ich. Und ich habe auch was Kleines für dich. Hier und das. Boah, Jenna, hast du etwa gefurzt? Nicht schon wieder, die stinkende Jenna. Jenna, du wirst die ganze Woche sicher nach dem riechen. Und zum guter Letzt bekommst du noch etwas ganz Besonderes. Weil du hast ja so Mundgeruch, dachte ich mir, du brauchst Kaugummi. Ich liebe Blubberblasen. Oh, Jenna, willst du auch Kaugummi? Hier gerne, natürlich. Nein, ich will kein Kaugummi. Ach, das wäre doch unhöflich. Los, nimm ein Kaugummi. Du hast mir Kaugummi in die Haare gegeben. Schaut sie euch an, so ein Loser. Kommt schon, Freunde, gehen wir, bevor die Lehrerin kommt. Du hast recht, Emily. Oh, Klaus, hast du nicht auch ein Geschenk für Jenna? Ja, hier, Eier. Ich habe ihr Eier auf die Haare gegeben. Oh, Klaus, du bist so witzig. Der haben wir es gezeigt. Sie wird uns nie wieder mehr verpetzen. Ich hätte mich mit Emily und Emma nie befreunden sollen. Wieso habe ich das gemacht? Ja, aber das habe ich ja verdient. Alles, was ich zugelassen habe, was sie Luisa antun, machen sie jetzt mit mir. Ich weiß aber nicht, wie lange ich das noch so durchhalten werde. Ich muss irgendwie das aus meinen Haaren bekommen. Um Himmels Willen, Jenna, was ist passiert? Ja, Jenna, hast du wieder in Mistkübel nach Essen gesucht? Puh, so wie du riechst, muss das wirklich so gewesen sein, die stinkende Jenna. Nein, das stimmt nicht. Ach, egal. Lass mich alle in Ruhe. Oh Mann, Jenna, so habe ich sie ja noch nie gesehen, die Arme. Los, Luisa, willst du sie nicht trösten? Denn ein Loser tröstet den anderen. Luisa und Jenna sitzen auf dem Loserbaum. Einer fällt runter, der andere hat Kacke auf dem Kopf. Hat es euch noch nicht gereicht, dass ihr nie wieder mehr Ballett tanzen müsst, weil ihr solchen Blödsinn macht? Jenna hat alles verdient, was ihr passiert ist. Wegen ihr dürfen wir nie wieder mehr Ballett tanzen. Genau, das ist alles Jennas Schuld. Diese Made. Oh nein, das habt ihr euch alles selbst zuzuschreiben, weil ihr so gemein seid. Halt du dich da raus, Luisa, du einbeiniger Pirat, du Piratenballerina. Ja, pass lieber auf. Sonst fangen wir wieder an, dich ein bisschen zu mobben. Das könnt ihr gerne versuchen, aber das werde ich nicht zulassen. Die Einbeinige hat wohl Krallen bekommen. Ach, mit dir geben wir uns nicht ab. Wir sind immer noch cool. Wir haben zwei Beine. Ach, es hat keinen Sinn mit diesen zwei. Aber die arme Jenna. Ich muss schnell nachschauen, ob es ihr gut geht. Wo ist sie? Oh, ich glaube, sie war in der Klo. Jenna, bist du da drin? Geh weg, lass mich allein. Komm schon, Jenna, mach die Tür auf. Okay, das war die Strafe, weil ich Emily und Emma verpetzt habe. Schau, was sie mit mir gemacht haben. Man muss irgendwas gegen diese zwei machen. Das geht doch nicht, dass sie andere Leute schikanieren. Was soll ich nur tun? Ich habe Kaugummi in den Haaren, das kriegt man doch nicht mehr raus. Mach dir keine Sorgen, Jenna, das kriege ich schon weg. So, als erstmal das Eis weg. Und jetzt nehmen wir mal diese komischen Kaugummistücke aus deinen Haaren. So, das geht auch weg. Und jetzt noch die Bombe können wir auch weglegen. Sehr gut. Ist wieder alles gut? Wieso bist du eigentlich so nett zu mir, nach dem, was ich alles zugelassen habe? Ach, Jenna, mach dir doch keinen Kopf. Du hast ja zum Schluss dann das Richtige getan. Was?
du findest, dass ich das Richtige getan habe? Es hat mich schon verletzt, dass du meine Freundschaft gegen Emily und Luisas Freundschaft ausgetauscht hast. Aber vergeben und vergessen. Komm, wollen wir wieder Freunde sein? Was, du willst wirklich mit mir wieder befreundet sein? Ja, Luisa, unbedingt. Oh, danke. Hey, hör auf, dich zu bedanken, natürlich. Komm her, eine Umarmung. Du bist einfach die Beste. Oh, ich glaube, wir sollten in die Klasse gehen. Komm. Komm, Jenna, sitzen wir nebeneinander. Hä? Jenna und Luisa, sie sind wieder befreundet? Hä, wie kann Luisa Jenna nur so schnell vergeben? Ach, ich will nicht, dass die zwei glücklich sind. Wir werden Jenna fertig machen in der Mittagspause. Na, die kann was erleben. Na, ich wünsche euch zwei Süßen einen guten Appetit. Dankeschön. Komm, setzen wir uns hier zum Tisch zu Wednesday und Annie. Oh, Jenna, hast du wieder Essen in der Mülltonne gefunden? Leute, müsst ihr mich wissen, Jenna hat überhaupt kein Geld und sie muss immer ihr Essen vom Mistkübel suchen. Emily, ich bitte dich, hör auf. Emily, ich bitte dich, hör auf. Fängst du etwa gleich an zu weinen, du stinkende Jenna? Es reicht mir. Lass gefällig Jenna in Ruhe. Oh, schaut mal, ein einbeiniger Pirat setzt sich für ein Stinker-Loser ein. Hört bitte auf. Luisa, misch dich nicht ein. Jenna, wenn du willst, dass wir aufhören, dann verschwinde aus dieser Schule. Okay. Ihr habt recht, ich muss gehen. Nein, das musst du nicht. Wenn, dann müssen Emily und Emma gehen, weil sie mobben. Jenna, verschwinde! Jenna, verschwinde! Jenna, verschwinde! Ich halte das nicht mehr aus, ich muss weg. Es reicht mir jetzt. Ach, jetzt seid ihr zu weit gegangen. Hier, nimm das. Oh, meine Haare. Oh mein Gott, sie hat mir einen Hotdog auf die Haare geworfen. Hey Leute, schaut mal Emilys neuen Hut. Wow, der steht dir aber gut, Emily. Und jetzt tschüss. Oh mein Gott, mach es weg. Ja, warte. Wo ist Jenna nur? Ah, da ist sie ja. Jenna, ich habe dich schon überall gesucht. Lass dich von Emily und Emma nicht unterkriegen. Ich halte das doch nicht aus, wenn es so weitergeht. Noch ein ganzes Jahr. Ich muss meiner Mama sagen, ich muss die Schule wechseln. Nein, hör auf, Jenna. Das kriegen wir schon hin. Bitte bleib. Ich will ja bleiben, aber was soll ich nur gegen Emily und Emma tun? Keine Sorge, du hast ja jetzt Freunde, du hast mich. Du hast Wednesday, Annette, alles Toka und Almira. Was? Die sind jetzt alle meine Freunde? Ich hatte noch nie so viele Freunde. Hey, wie wär's? Hast du Bock, ein bisschen shoppen zu gehen nach der Schule? Wir können mal neue Klamotten kaufen. Oh ja, unbedingt. Du musst mir helfen. Ich möchte einen neuen Style haben. Und zum Friseur will ich auch gehen. Und mir Make-up kaufen, bitte. Das heißt, es wird Zeit für ein Makeover. Zeit zum Shoppen. Jenna, bist du bereit für dein Makeover? Oh ja, ich kann's kaum erwarten. Und danke, dass ihr alle mit mir kommt und mir helft. Na klar, Jenna, dafür sind Freunde da. Wow, Wednesday, das war sehr emotional von dir. Verzeihung, wir wollen Klamotten kaufen. Haben Sie hier einen H&N? Einen H&N? Ja, natürlich, im zweiten Stock. Oh, das war sehr freundlich. Vielen Dank. Komm, Leute, gehen wir in den zweiten Stock. Ah, hier ist ein Aufzug. Oh, ich hasse nämlich Stufensteigen. Tschüss. Und da sind wir auch schon, im zweiten Stock. Gut, und jetzt, ah, hier rechts. Wow, dieser Laden hat so viel Auswahl. Also Jenna, welches willst du haben? Ich weiß nicht. Helft ihr mir, was soll ich kaufen? Wie wär's, wenn jeder eines aussucht und Jenna muss alles ausprobieren, okay? Als erster brauchen wir aber diese Einkaufstüte. Ah, perfekt, ich nehme diese grüne hier. Oh, ich will, dass du das nimmst. Schau mal dieses schöne rote Outfit an. Das will ich, dass du anziehst. Probier doch dieses an. Das ist so schön bunt. Das hat so viele Farben. Du musst nämlich wissen, ich liebe Farben. Naja, eigentlich ist das nicht so farbenfroh. Oh, ich will, dass du diese zwei Outfits anziehst. Und zwar das rote und das schwarze. Okay, Jenna, es wird Zeit. Nimm jetzt all diese Klamotten und wir gehen jetzt in die Umkleidekabine. Und da musst du uns alles vorführen, okay? Was? Aber ich bin schüchtern. Okay, ich mach das schon. Wir wollen eine Fashion-Show von dir haben. Los, Jenna, zieh es an. Okay. Ich gebe mal alles hier hin. So, ich stelle alles ab. Und dann ziehe ich alles nach der Reihe an, okay? Okay. Wow, Jenna, dieses rote Outfit, das steht dir so gut. Wow, Jenna. Okay, ich muss sagen, ich finde das auch irgendwie süß. Okay, ich ziehe das nächste an. Okay. Was hält ihr von diesem Outfit? Das finde ich irgendwie cool. Ich muss sagen, weiß steht dir richtig gut, dieses weiße Outfit. Ich ziehe mal das nächste an.
Das ist so cool. Kann ich mir das mal ausborgen, wenn du das kaufst? Also ich persönlich fand das vorige besser. Das musst du kaufen. Das ist so süß. Okay, nur noch ein Kleid. Das ist das letzte. Was haltet ihr von dem? Ach, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind einfach alle so schön. Ich habe eine Idee. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Deswegen werde ich einfach alle kaufen und die Zuschauer dürfen entscheiden, welches ich dann anziehen soll, okay? Also pausiert das Video und schreibt in die Kommentare, welches Outfit ich nehmen soll. Oh Jenna, du wolltest ja auch noch Make-up kaufen. Komm, da drüben gibt es ganz viel. Schnell, komm. Das ist die beste Make-up-Marke. Das ist MAC. Das ist von McDonald's, musst du wissen. Okay, das Erste, was wir brauchen, sind mal ein paar Brushes. Und zwar hier. Das da ist für das Gesicht natürlich. Also das geben wir hier auf die Tüte. Das brauchst du. Dann die Make-up-Palette. Ein bisschen Rouge natürlich. Und noch das da. Und dein Lippenstift und das. Ja, ich glaube, das war's. Oh, ein bisschen Sonnencreme natürlich darf man nicht vergessen. Und das war's. Komm, Jenna, das war alles, was du brauchst. Gehen wir. Kommt, Leute, wir sind fertig. Jenna hat alles gekauft für ihr Makeover. Das wird sicher sehr viel kosten. Sicher 2 Euro. Was hältst du davon, wenn wir dir eine neue Haarfarbe kaufen, Jenna? Willkommen bei Hair for You. Wir Haaren für Sie. Guten Tag, meine Freundin Jenna möchte sich eine neue Haarfarbe färben. Oder kommen Sie genau zum richtigen Moment. Wir haben genau jetzt trendige Farben. Oh, schau mal, Jenna. Komm, such dir eins aus, was gefällt dir? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Suchen Sie sich einfach eins aus, was Ihnen gefällt. Ich weiß nicht. Ich. Gelb, lila, rosa, grün. Ich weiß nicht. Also ich glaube, zu Ihnen würde perfekt rosa passen oder lila. Beides wäre sehr sicher sehr schön. Das passt zu Ihren Augen. Beide würden sicher extrem gut bei dir ausschauen, Jenna. Okay, dann nehme ich lila. Lila, bitte. Dein Wunsch ist unser Befehl. Lila soll's sein. Hier, bitteschön. Dankeschön. Ist das gratis? Und natürlich nicht. Das kostet 300 Euro. Das war ein guter Scherz. Das war kein Scherz. Diese Farbe kostet wirklich 300 Euro. Na gut, ich gebe Ihnen 5 Euro. 5 Euro sind aber lecker. Na gut, dankeschön. Auf Wiedersehen. Okay, das Erste, was wir jetzt machen werden, Jenna, ist, ich zeige dir, wie man sich richtig und vorteilhaft schminkt. Nimm mal dein Make-up-Brush in die Hand. Sehr gut. Also, fangen wir an. Oh, danke dir, Luisa. Du bist echt eine gute Freundin. Danke für deine Hilfe. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht von Emma und Emily morgen in der Schule zu sehen. Also komm, Jenna, fangen wir an. Look Nummer 1 wurde inspiriert von Gucci. Wenn ihr Look Nummer 1 wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Als Nächstes haben wir Jenna in Look Nummer 2. Look Nummer 2 ist inspiriert von Coachella, so ein Cottagecore-Festival. Wenn ihr Look Nummer 2 sehen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und zu guter Letzt kommt Look Nummer 3, mein persönlicher Favorite. Das ist so ein bisschen Festival und so ein bisschen Rock'n'Roll und so. Und ich finde mit dem bunten Make-up in ihren Augen, das ist mein absolutes Favorite. Also, wenn ihr auch Look Nummer 3 sehen wollt, dann schreibt 3 in die Kommentare. Entschuldige, ich verliere schon langsam meine Stimme. Also, was wollt ihr? 1, 2 oder 3? Ist heute nicht ein schöner Tag, Leute zu schikanieren und zu mobben? Schau mal. Hey du, Hermine Granger, du kleines Schlammblut, verschwinde. Oh nein, das ist ja die gemeine Emma. Das ist nicht nett. Ich kann nichts dafür, dass meine Eltern Muggel sind. Warum seid ihr so gemein, ihr zwei? Ach, wenn das nicht Harry Potter ist. Die kleine Heulsuse. Hey Harry, hier, nimm diesen Stein, dann verdeckt es vielleicht deine Narbe. Hier, ich kleb's dir an die Stirn. Die Narbe hat mir keinen Stein gemacht, sondern Lord Voldemort, der hat meine Eltern getötet. Hey Ron, du Wiesel, ich habe gehört, dass all deine 20 Geschwister sich ein Schlafzimmer teilen. Meine Eltern haben halt nicht so viel Geld. Wir können uns nicht so viele Schlafzimmer leisten. Hey Emma, schau mal, wie sie flennen, wie so kleine Babys. Ach Emily, wir sind immer noch die Queens der Schule. Gehen wir, lassen wir diese Loser einfach stehen. Oh, wen haben wir denn da? Wenn das nicht unser lieber kleiner Dean ist. Oh Emily, das bist ja du. Ich hab dich gar nicht erkannt ohne deinen Hotdog auf den Kopf. Hier, du kannst meinen haben. Emily, hast du gehört, was der Loser gesagt hat? Wie kannst du es wagen, du kleines Würstchen? Das ist alles Luisas Schuld. Wegen ihr haben all diese Loser keinen Respekt mehr. Gehen wir einfach weiter. Ignorieren wir sie. Komm, setzen wir uns auf unseren Platz. Wer seid ihr denn? Wer hat euch erlaubt, hier zu sitzen? Das ist unser Platz. Verschwindet! Ihr wisst wohl nicht, wer wir sind. Wir sind Emily und Emma, die Queens der ganzen Schule. Oh nein, Emily und Emma. Es tut mir leid. Wir gehen sofort. Oh nein, ihr müsst bestraft werden. Sonst glauben noch, dass die anderen Loser hier auch sitzen können. Das tut uns wirklich leid. Hast du gesehen, wie sie gelaufen sind? Wie so Chickens. Quack, quack, quack. Komm, Emma, setzen wir uns. Ah, der Respekt ist wieder da. Wow!
Wow, schaut mal, wie Luisa ausschaut. Wer ist das? Ist das Jenna? Oh, hallo Leute, guten Morgen. Wie geht es euch? Oh mein Gott, Jenna, dein Lawyer Look ist so cool. Oh Jenna, du musst mir unbedingt sagen, wer dein Friseur ist. Diese Frisur will ich auch. Luisa, du hast ja blaue Strähnen, wie cool. Und schaut mal, Luisa hat wieder zwei Beine. Oh nein, das hat Luisa nicht, nur Tokatoast hat das vergessen wegzumachen. Genau, und Tokatoast ist zu voll, die ganzen Szenen nochmal zu filmen, also sorry dafür. Und danke Leute für die ganzen Komplimente. Ihr seid die coolsten Schüler der ganzen Schule. Luisa, Jenna, bekomme ich bitte ein Autogramm? Hochlebe Queen Luisa und Queen Jenna. Was ist denn das für ein Radau? Was ist dort los? Keine Ahnung, Emily. Komm, schauen wir mal nach. Was sind denn hier so viele Leute? Um Gottes Willen, wer sind denn diese zwei Topmodels? Warte mal. Das ist Luisa und... Und Jenna! Oh nein, Emily und Emma, ich hab Angst. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass euer kleines Makeover irgendwas ändern wird. Ihr seid trotzdem Loser. Nur weil Tokatoast vergessen hat, dir das Bein wegzumachen, bleibst du immer noch ein einbeiniger Zyklop, Luisa. Ihr zwei glaubt wirklich, dass ein bisschen Make-up, eine neue Frisur und ein bisschen besseres Fashion ihr gleich beliebt werdet wie wir? Das könnt ihr euch abschminken, ihr Loser. Genau, geht lieber wieder nach Hause und zieht euch wieder um in euren Loser-Outfits. Die einzigen Loser hier am Spielplatz seid ihr zwei. Wie kannst du es wagen, so etwas über uns zu sagen? Jetzt mal ganz ehrlich, was glaubt ihr, was macht euch so besonders? Ihr seid nicht mal Ballerinas und ihr seid doch gemein zu jedem hier. Es reicht mir mit der Luisa. Komm, komm Emma, wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Denkst du an dasselbe wie ich, Emily? Komm, her mit deinem Kaugummi. Und dann ist gehört. Hey, das war mein Kaugummi, was soll das? Es wird Zeit, dass jemand eine Lektion erteilt. Und das werden wir sein. Hä? Was habt ihr mit dem Kaugummi vor? Sie wollen dir das wie bei mir in die Haare geben. Genau, und diesmal werden wir es so stark reinkleben, dass du dir danach die Haare abschneiden musst. Es reicht mir, du wirst Luisa nichts antun. Gib mir dein Kaugummi her. So, du wirst jetzt selber bestraft. Das, was du ihr machen wolltest, bekommst du jetzt selber auf deinen Kopf. Oh mein Gott, du hast es mir so stark in die Haare geklebt. Oh, danke, Jen. Jenna, du bist einfach die Beste. Emily, du wirst dir die Haare abschneiden müssen. Oh nein, Emma, du kommst nicht davon. Hier, für dich, weil du auch immer so gemein warst. Eine Strafe. Emma, du hast auch Kaugummi in den Haaren. Oh nein, ich muss mir jetzt auch die Haare abschneiden. Emily und Emma bekommen endlich ihre Strafe. Sie bekommen das, was sie verdienen. Yes! Ich freue mich schon auf eure neue Frisur, Emily und Emma. Oh, Emily, du hast deinen Hut vergessen. Hier, ich gebe ihn dir auf den Kopf. Guten Appetit. Jetzt werdet ihr euch nicht mehr über uns lustig machen können. Aber wir sind doch die Queens der Schule. Hasst ihr uns denn wirklich alle so sehr? Ihr wart immer gemein zu den anderen Leuten. Jetzt sind sie gemein zu euch. Na, wie fühlt sich das an? Das werden wir der Direktorin erzählen. Genau, und dann werdet ihr von der Schule geworfen. Ach so, ihr wollt das der Direktorin erzählen? Leute, habt ihr irgendwas gesehen? Ich habe nur gesehen, wie sie sich selber das Kaugummi in die Haare gegeben haben. Also, wir haben nicht gesehen. Was? Aber das stimmt nicht. Ihr seid alle Lügner. Oh, ihr seid so gemein. Warum sollten sie euch helfen, Emily? Ihr habt alle immer gemobbt. Man kann nur hoffen, dass ihr etwas daraus lernt und Leute nie wieder mehr mobbt. Lasst uns in Ruhe. Komm, wir müssen zum Friseur. Ich kann es nicht glauben. Endlich bekommt Emily und Emma das, was sie verdienen. Leute, ich glaube, wir sind sie wirklich los. Ihr wart toll, ihr zwei. Ihr wart einfach die Besten. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätten wir uns nie getraut, uns gegen sie zu wehren. Danke dafür, ihr seid einfach die Besten. Hochlebe Jenna und Luisa. Wenn wir als Klasse zusammenhalten, kann uns niemand mehr mobben. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Endlich hat die Klasse zusammengehalten und wir haben uns gegen Emily und Emma gewehrt. Und das Beste kommt erst am nächsten Tag in der Schule. Ich bin schon richtig neugierig, wie die neuen Frisuren von Emily und Emma ausschauen werden. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber sie haben das schon verdient. Guten Morgen, Leute. Und, habt ihr Emily und Emma schon gesehen? Annie, Wednesday. Wow, ihr hattet ja auch ein kleines Makeover. Ja, wir waren so inspiriert von euch zwei, dass wir auch ein bisschen was verändert haben. Na, wie findet ihr's? Na, sagt schon. Was haltet ihr von unserem neuen Look? Findet ihr das cool? Ist doch egal, was wir denken, solange ihr euch wohlfühlt in eurer Haut. Luisa, du hast mich so inspiriert.
Ich meine, schau dich an, du hast nur ein Bein und tust trotzdem Ballett tanzen. Und du, Jenna, du wurdest von so vielen Menschen gemobbt und du siehst immer noch das Gute in jedem. Oh, ihr seid so, so nett. Danke euch zwei, ihr seid die Besten. Guten Morgen euch allen. Oh, meine Güte. Schaut euch mal Emily und Emmas Frisur an. Der Kaugummi war so tief in meinen Haaren, dass sie nur das oben retten konnten. Und bei mir konnten sie gar nichts retten. Ich habe gar keine Haare mehr. Da seid ihr selber schuld, denn ihr wolltet das Kaugummi in Luisas Haare geben. Ich kann nicht aufhören zu lachen, wie ihr ausschaut. So lustig. Ich hoffe zumindest, dass ihr jetzt eine Lektion gelernt habt. Emily, Emma, ich hoffe, ihr lernt wirklich daraus. Tut niemandem was Böses an, wenn ihr nicht wollt, dass man euch auch was Böses antut. Wir wollen jetzt nicht auch noch eine Lektion von dir erteilt bekommen. Reicht das nicht, dass wir keine Haare mehr haben? Ach, gehen wir. Lassen wir die einfach hier stehen. Komm. Und ja, es tut uns leid. Oh, ich möchte mich irgendwo hinsetzen. Dürfen wir hier sitzen? Ew, wie schaut ihr denn aus? Oh, das ist ja eklig. Nein, ihr wart immer so gemein zu uns. Geht weg. Wie gemein. Sie wollen uns nicht hier sitzen lassen. Entschuldigung, Amira, alles. Dürfen wir hier sitzen? Nein, ihr wart zu gemein zu uns. Genau, Strafe muss nämlich sein. Wir haben doch genug Strafe, wir haben keine Haare mehr. Harry Potter, dürfen wir mit dir sitzen? Oh Gott, ist das Emily und Emma? Oh mein Gott, wie schaut ihr aus? Ich meine, irgendwie ist das eh cool, aber nein. Ihr wart viel zu gemein zu uns. Setzt euch anderswohin. Na gut, dann sitzen wir alleine auf den Loserplatz. Komm, Emily. Ja, komm, Emma. So gemein alle. Und wenn ihr euch wundert, ja, Emily und Emma haben ihren Fehler eingesehen und sie haben sich dann auch bei jedem entschuldigt. Und irgendwann mal wurden wir dann auch alle wieder Freunde. Also Leute, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen. April, April, natürlich ist es noch nicht zu Ende. Ein paar Jahre später. Nach der Ballettschule fing ich sofort an, im Theater aufzutreten. Und Leute kamen von weit weg, von Hogwarts, von unter dem Meer. Ariel war hier, um Jenna und mich tanzen zu sehen. Ihr müsst nämlich wissen, Jenna wurde auch bei der Universität aufgenommen, weil sie so viel Talent hatte. Und wir fingen an, gemeinsam als Duo zu tanzen. Und alle unsere Aufführungen waren ein großer Erfolg. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um euch die Aufführung anzuschauen. Ihr seid echt treue Fans. Danke fürs Kommen. Oh, Luisa, du hast so schön getanzt. Hier, diese Blumen sind für dich. Und Jenna, du hast mich verzaubert. Hier, die sind für dich. Odin, bist das du? Du bist echt gekommen? Natürlich, Luisa. Und ich bin nur für dich gekommen, Jenna. Nur für dich. Oh, ihr seid einfach die besten Boyfriends, die man haben kann. Oh, Daniel, du bist einfach ein riesiger Schatz. Ich finde das so toll, dass wir auf ein Doppeldate sind mit den Boys. Heute ist nämlich unser Jahrestag. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Oh, guten Tag, die Damen. Haben Sie einen Tisch reserviert? Oh ja, unsere Boyfriends Dean und Daniel sollten eigentlich schon hier sein. Ja, Daniel und David? Oh. Na dann wird dieser Abend ein unvergesslicher Abend für Sie. Einfach gerade weiter ausgehen und dort sind Sie auch schon beim Tisch. Vielen Dank, Sie waren sehr freundlich. Hallo Schätzchen, hallo Liebling. Luisa, die Liebe meines Lebens. Hier, ich habe Blumen für dich. Was, diese schönen Blumen sind für mich? Oh, danke, Dean, du bist einfach der Beste. Jenna, und diese Blumen sind für dich. Oh, Daniel, lila, meine Lieblingsfarbe. Danke, danke, danke. Oh, wie ich sehe, habt ihr schon Essen bestellt? Oh, das schaut so gut aus. So ein romantischer Abend. Vielen, vielen Dank. Luisa, wir sind jetzt schon über 3 Jahre zusammen und ich weiß, ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Jenna, du bist die Liebe meines Lebens. Deswegen wollte ich dich was fragen. Hä? Was wird das jetzt? Was wollt ihr uns fragen? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Bitte. Luisa, du machst mich so glücklich und ich weiß, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Bitte mach mich zum glücklichsten Mann der Welt und werde meine Ehefrau. Jenna, ich liebe dich so sehr, deswegen möchte ich dich fragen, willst du mich heiraten? Oh mein Gott, Daniel, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, Odin. Ja, ich will dich heiraten. Oh Daniel, das war so romantisch. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Dean. Oh Jenna, du machst mich so glücklich. Wir werden heiraten. Oh, ich habe schon tierischen Hunger. Los, ran ans Essen. Und dann war es auch schon soweit. Die Hochzeit stand vor der Tür. Wow, so eine schöne Frau. Oh, Luisa, du schaust wunderschön aus. Du schaust aus wie eine Prinzessin, Jenna. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Luisa, du bist die Liebe meines Lebens. Und ich möchte, dass du meine Frau wirst.
Sagst du ja und nimmst du diesen Ring an? Odine, ich liebe dich. Natürlich will ich deine Frau werden. Jenna, ich gebe dir diesen Ring zum Zeichen meiner Liebe. Nimmst du ihn an und willst du meine Frau werden? Daniel, ja, ich will deine Frau werden. Wir danken uns an jeden, der bei unserer Hochzeit dabei war. Ganz besonders bei unseren Zuschauern, die so viele Episoden mit uns geschaut haben. Wir waren so glücklich und Jenna und ich haben beschlossen, dass wir eine eigene Ballettschule eröffnen für Kinder mit Behinderungen. Die Kinder waren so glücklich, denn in normalen Ballettschulen hätte man sie nie aufgenommen. Und so hatten sie Platz bei uns. Viele Jahre später. Oh, schau mal, da ist eine Bank. Ich freue mich schon so. Ich bin nochmal schwanger. Ich kann's nicht glauben, wie glücklich ich bin. Hast du eigentlich schon einen Namen für dein Baby? Ich hab dich, Lilly. Du bist dran, Leona. Nein, das gilt nicht. Jason, du hast geschummelt. Okay, ihr habt recht. Ich bin nochmal dran. Haha, du bist... Jason, du bist so ein Schummler. Mama, Jason schummelt. Ach, lass ihn, Lilly. Komm, wir kriegen ihn. Fangt mich, wenn ihr könnt. Komm, Leona, gehen wir. Jason, wir kriegen dich. Ich liebe es, dass unsere Kinder sich so gut verstehen. Aber das sind ja richtige Tornados. Ach, wenigstens sind dann die Zwillinge müde, wenn wir nach Hause kommen. Kannst du dir glauben, was aus unserem Leben passiert ist? Ich meine, wir waren beide erfolgreiche Ballerinas und haben eine eigene Ballettschule für Menschen mit Behinderungen gegründet. Wenn du mir das damals in der Schule gesagt hättest, ich hätte dir nicht geglaubt. Apropos, liebe Zuschauer, ich bin ja schwanger. Habt ihr einen Namen für das Baby? Ihr könnt auch entscheiden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wenn ihr coole Namen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und das war's auch schon mit der Geschichte. Ich hoffe, euch hat diese Story gut gefallen. Falls sie euch gefallen hat und ihr mehr von diesen Stories sehen wollt, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer Benachrichtigungen bekommt, wenn wir posten. Und jetzt bedanken wir uns noch bei den Leuten, die unseren Kanal supporten, indem sie Kanalmitglieder sind. Ein riesengroßes Dankeschön an Valballa, Emmy, Amelia, Anamelia, sorry, Alina, G-Star, AFAF, Gerlin, Nezuko, Ella, Tokatosfan 6000, Kiora, Defa und Evi. Vielen lieben Dank, dass ihr alle Kanalmitglieder seid und unseren Kanal supportet. Und wenn ihr auch mal in einem Video erwähnt werden wollt, werdet einfach Kanalmitglied und ihr werdet im nächsten Video gegrüßt. Und nicht vergessen, mir Namen in die Kommentare zu schreiben, wie ich mein Baby nennen soll. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Süßen. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.